286 Menschen joggen durch den Grunewald. Und was wird draus? Ein Riesending. Geboren 1974 als Volksmarathon, in die City verlegt, dann 7 Jahre später. Und emotional war es immer, besonders natürlich 3 Tage vor der Einheit. Da ging es dann auch los irgendwann mit den Rekorden. Frau Takahashi unter 2,20 als erste Frau. Und dann der wahrscheinlich beliebteste Berliner Äthiopier, Haile Gebrselassie, der irgendwann durch die Kenianer abgelöst wurde. Kein Jubiläum, auf jeden Fall ohne Erinnerung und vor allem nicht ohne diejenigen, die das Ganze hier besonders nur für die Teilnahme machen. Das sind nämlich die, das wollen wir ganz besonders betonen, immer gerne am Anfang, die nachher ganz besonders stolz auf sich sein können. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, aus Berlin. Hier ist die Hauptstadt und hier ist Marathon heute der 40. 41.000 machen mit. In 25 Minuten wird angeschossen, aber ein Countdown läuft schon, denn in genau 3 Sekunden schießen wir. Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit war der erste, der drücken durfte heute. Schon mal gut getroffen. Er hat nämlich gerade vor wenigen Sekunden die genau 18 Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer hier auf die Strecke geschickt. Viel Erfolg, gute Fahrt, 42 Kilometer und ein bisschen, die werden böse angefeuert werden nachher. Auf jeden Fall von wahrscheinlich wieder mal über 1 Million Besucherinnen und Besucher, die hier bei traumhaftem Wetter gleich sich aufmachen werden. Einige schlafen vielleicht noch und kommen später, aber es ist schon leidlich voll. Wir haben so ungefähr 7 Grad, das ist okay. Wir haben dicke Jacken noch an, aber wir laufen ja nicht. Die Läuferinnen und Läufer sind schon seit einer guten Stunde hier gehüllt, zum Teil vorhin in so Plastikplanen, damit sie einigermaßen in Gang kommen. Aber gleich fangen sie ja an zu laufen und wer innerhalb von 6 Stunden und 15 Minuten ins Ziel kommt, der kommt auch in die Wertung. Also so lange sind wir nicht ganz für sie da, aber fast. Und wir wollen uns deshalb direkt, weil wir ein bisschen Zeit haben, bis zu 8.45 Uhr gleich aufs Sportliche konzentrieren und die berühmte deutsche Farbe in Anführungsstrichen gleich mal spielen. Eine Frau nämlich, die braucht ungefähr ein Drittel der Zeit von 6 Stunden 15 und die kennt auf jeden Fall auf den 42 Kilometern jeden Gullideckel. Irina Mikitenko aus Frankfurt ist hierher gekommen und vor 6 Jahren hat sie hier in Berlin debütiert, gleich mal mit dem schnellsten Debüt, das es hier gegeben hat. Und ein Jahr später, 2008, ist sie dann hier deutschen Rekord gelaufen, hat gewonnen, 2:19:19, der Rekord steht immer noch. Was kann sie heute, was will sie heute, wie ist sie vorbereitet? Jörg Klawitter hat sie das alles erzählt und erkennt auch ihr Ritual. Es gehört zu ihrem Marathon wie die Schuhe oder der Startschuss. Der Besuch bei Dr. Rummel, Arzt und Mentaltrainer von Irina Mikitenko. 5 Tage vor dem Rennen. Auch wenn es ein bisschen piekst. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Wenn ich dieses Zimmer betrete, das ist einfach, kann man so sagen, mein Marathon ist gelungen. Berlin ist ihr Lieblingsmarathon. Hier lief sie ihren ersten, ihren schnellsten und immer wieder gern. Irina Mikitenko ist 41. Ob es ihr letzter großer Stadtmarathon wird, will sie noch nicht sagen. Aber es könnte sein. Erstmal laufe ich in Berlin, schlafe ich nachts drüber und dann denken wir, manchmal passiert es so, dass ich nicht mal drauf eine Nacht brauche, sondern im Ziel gleich sage zu meinem Mann, gleichzeitig mein Trainer, ich möchte schon da und da laufen. Bestmöglich vorbereitet ist sie. Bei Dr. Rummel wird noch das Tape angelegt. Auch das gehört zum Ritual. Durchatmen, konzentrieren und alles so machen wie immer. Wie auch vor dem Rennen 2008. Als sie unter 2 Stunden 20 lief, deutschen Rekord 2:19:19. Ihr größter Sieg. Natürlich in Berlin. Jetzt will sie wieder einen Rekord brechen, den der über 40-Jährigen. Schneller als 2:25:43 mit der Mikitenko-Traumtaktik. Am liebsten versuche ich immer am Start gleich einzuschlafen und bis Kilometer 35 im Traum zu bleiben. Das ist dann das beste Ergebnis, wenn erstmal ab Kilometer 35 wach wird und dann ins Ziel rollt. Nach Berlin gerollt sind sie und ihr Mann aus der Nähe von Frankfurt übrigens mit dem Auto. Auch das gehört nämlich zum Ritual. Das sind ganz schön viele Rituale. Herr Mikitenko, schönen guten Morgen. Mit dem Auto hergekommen, dann haben wir noch die Behandlung gesehen. Was war die Vorbereitung heute Morgen denn? Nur untere Brötchenhälfte essen oder gab es da keinen Aberglauben? Ja gut, wir haben nichts was Besonderes gemacht, wie immer. Auch
aufgewacht, ja, dann zum Frühstück gegangen und ja, so Sache vorbereitet. Und, ja. Dann macht man schon vor dem Wettkampf, eine Stunde bis Wettkampf, macht man schon nichts was Besonderes. Ja. Hat sie gut geschlafen, Irina? Ist ja immer so ein Ding, ne? Nicht ganz gut, ja, aber das ist ganz normal, ja, finde ich, ja. Aber sie hat einen guten Eindruck gemacht. Ist sie gut davor? Was würden Sie sagen? Was können wir erwarten? Ja gut, wir haben im Training alles gemacht, was wir müssen und können. Und ich denke mir, sollte nicht schlechte Leistung rauskommen. Ja. Also auf jeden Fall, wir versuchen die Weltrekord im Master, das ist über 40, ja, angreifen und mal sehen. Ja. Wir haben das schon gerade gehört, Lieblingsmarathon Berlin. Viele schwärmen ja besonders von dieser Veranstaltung. Ist das was, was dann auch so ein bisschen was rauskitzeln kann noch? Denn eigentlich, wenn so ein Rennen startet, ist ja fast jedes dann doch ähnlich, oder? Ja gut, ja. Die Rennen fast ähnlich, aber das liegt auch vom Wetter, ja. Jetzt ist eigentlich sehr gutes Wetter, bis jetzt noch kein Wind, aber der Berlin ist auf jeden Fall ist die schnelle Strecke, ja. Da kann man schon viel machen. Ja. Ja gut, muss man nur gucken, wie das im Rennen abläuft. Ja. Wenn man nicht so schnell anfängt und dann besser zum Ziel kommt, weil der Marathon fängt erstmal ab 30 Kilometer an. Ja. Gibt ja immer haufenweise Experten, die, wenn man sich morgens an der Strecke gleich trifft, dann so ein bisschen Finger in die Luft halten und sagen, oh, vielleicht für Weltrekord 1-2 Grad sogar noch zu kalt. Wie würden Sie das sagen? Noch kein Wind ist schon mal was, aber ist das was, wo wir vielleicht sogar diesen Ü40er knacken nachher? Ja, ich denke mir, es ist möglich. Bei dieser Werte, was wir jetzt haben, das ist ja sehr gut. Ja. Also diese Temperatur, da ist optimal für Lauf. Ja. Wenn das zum Schluss, angeblich ist angesagt, zum Schluss ein bisschen mehr Wind, aber wenn das nicht kommt, dann, ich denke mir, ist machbar, die Weltrekorden zu laufen. Ja. Wie sieht Ihr Lauf gleich aus? Sind Sie daneben sehr richtig coachen? Dürfen Sie, glaube ich, nicht. Ne? Gibt es ein Haltungsverbot? Nee, das darf ich nicht machen. Ich kann nur dann in gewissen Abstand fahren und gucken, aber so irgendwas zu coachen, das darf man nicht. Ja. Und also muss er ihn dann selber kommen. Aber die kann schon das schon gut machen, weil die hat schon viel Erfahrung und die viele Marathons gelaufen, wo laufen nur Mädchen, ja, keine Männer sogar dabei, keine Tempo machen und das kann die schon. Ja. Dafür mache ich mir keine Sorgen mehr. Wir werden Sie begleiten, beide. Herzlichen Dank, viel Erfolg und viel Spaß vor allem an diesem schönen Tag. Danke, Herr Mikitenko. Und wir hören im Hintergrund schon wieder die Spannungsmusik, denn der nächste Start, die nächste Welle steht schon bevor. Und da ist Günther Netzer derjenige, der gleich anschießen wird in 30 Sekunden. Denn die Handbikerinnen und Handbiker gehen auf die Strecke. Hand was, das kennen Sie auf jeden Fall. Und das kennen Sie nicht nur aus dem Fitnessstudio oder EKG, wenn Sie selbst mal sich da betätigen, sondern das ist schon seit 2004 eine der paralympischen Sportarten überhaupt. Man kann es, wir sehen das ja so als Liegefahrrad im Endeffekt bezeichnen, das Ganze aber natürlich nur mehr Handantrieb. Und bitte. Aufgestanden, Herr Netzer. Auf jeden Fall eine super sportliche Leistung, die jetzt hier abgeliefert wird. Die werden die Rollifahrer in ja, relativ absehbarer Zeit wahrscheinlich einholen. Das ist schon ein irres Tempo, was die hier vorlegen. 178 sind es insgesamt. Nicht ganz so schnell sein wie die Skater gestern. Da ist der Erste zum ersten Mal unter einer Stunde ins Ziel gekommen. Aber auch das ist etwas, was hier zu diesem Marathon dazugehört. Und eine große Freude vielen bereitet. Und zwar nicht nur denen, die mitmachen. So, wir warten auf unseren nächsten Gesprächspartner. Jan Fitschen wird gleich bei uns sein. Derjenige Mann, der leider nicht mit hier laufen kann, der gute deutsche Marathonläufer, der aber unsere deutschen Hoffnungen im Feld hier begleiten wird. Und für den lief es auf jeden Fall im vergangenen Jahr. Und das kann man im doppelten Wortsinne betrachten, nämlich der musste zwischendurch mal kurz raus. Passiert halt, aber wenn man dann noch die beste deutsche Zeit läuft, so wie Jan Fitschen das da getan hat, dann ist es natürlich doppelt. Und er wird nachher ein Auge haben, besonders auf André Pollmecher und Falk Czepinski, das sind unsere Hoffnungen nämlich im Feld. Und das sind sicherlich auch diejenigen, die unsere beiden Reporter heute begleiten werden. Ralf Scheuth, und der hat einen Experten mit an der Strecke. Er ist so ungern alleine. Deshalb die Frage, Ralf, seid ihr schon da? Bist du schon da? Seid ihr wach, gut aus dem Bett gekommen? Und ist dein Experte vielleicht doch noch auf die Strecke gegangen? Nein, Alex, der ist nicht auf die Strecke gegangen. Der Mann, über den wir reden, der will keine Ü40, sondern Ü50, wenn überhaupt, legen und rennen. Der muss sich immer rechtfertigen, warum er hier nicht läuft. Denn
Dieter Baumann, guten Morgen. Ja, vielleicht sagt der ein oder andere Dieter Baumann, was war das nochmal genau? Wir zeigen Ihnen nochmal zwei Stationen aus dem bewegten Leben von Dieter Baumann. Das eine ist 1992, unvergessen, Olympiasieg über 5000 Meter in Barcelona. Und damals sein Markenzeichen nicht nur die wunderbare Naturlocke, sondern auch der Salto vorwärts. Und ein Marathonmann wurde Dieter Baumann dann auch in Frankfurt und lief da einen entspannten Spaßmarathon in 2 Stunden und 30 Minuten, ganz genau. Der Spaß steht im Vordergrund. Was ist das Motiv, mit dem wir uns hier bei diesem Marathon beschäftigen? Ja, ich würde sagen, für 40.000 Menschen ist hier tatsächlich, würde ich sagen, Spaß. Vielleicht für 100 Spitzenathleten ist natürlich auch die Zeit und die Leistung spielt da eine Rolle. Aber ich glaube, dass hier die Menschen, die hier alle an den Start gehen, ja, irgendetwas Besonderes suchen. Eine Herausforderung aus dem Alltag raus, auch vielleicht ein bisschen Gesundheitsprävention, wobei da der Marathon schon ein bisschen lang ist. Für mich ist er definitiv zu lang. Ich habe mal versucht, Freizeitläufer zu sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so alles, was über 2 Stunden geht, ist mir dann sehr zu lange zum Laufen. Aber es ist hier natürlich absolut eine Herausforderung. Und wenn man das hier natürlich mitbekommt, die Stimmung hier, diese Vorstartspannung, das ist schon toll. Wir wollen gar nicht so viel auf Zeiten abheben, weil das sagt doch sehr wenigen Menschen etwas. Aber wir erwarten ein ungemein spannendes Rennen, weil sehr viele der Top-Athleten auf einer sehr engen, kleinen Marge zusammenlaufen werden. Und wir wirklich nicht wissen, wer ist jetzt hier der erklärte Favorit bei den Frauen wie bei den Männern. Ja, also ich tue mir auch schwer, mich festzulegen. Will mich auch nicht festlegen. Eigentlich will ich heute und da freue ich mich. Und ich glaube auch, der Zuschauer zu Hause kann sich freuen auf ein ganz spannendes Rennen. Wir haben 5 Männer, alle im Bereich von 1 Minute fast zusammen in der Bestzeit. Wir haben tolle Bedingungen und natürlich pushen sich die Leute, aber zunächst mal würde ich da gerne auf ein schönes Matchrace schauen. Also wer setzt sich da durch? Ja, wir haben schon gehört, gestern waren die Skater hier unterwegs. Wir stehen kurz hinter dem Ziel und damit müssen wir auch zu einem traurigen Fall kommen. Denn gestern ist in diesem Skaterrennen ein 71-Jähriger zusammengebrochen und gestorben. Das ist auch eine Ebene, die immer wieder vorkommt bei großen Laufveranstaltungen und großen Sportfestivals. Und da erkennt man dann doch, das ist kein Kinderspiel. Das muss man schon sehr ernst nehmen, was du auch immer in deinen Vorträgen betonst. Leute, wenn ihr krank seid, wenn ihr was habt, macht das nicht. Warum? Ja gut, man muss einfach sagen, 42 Kilometer ist sehr, sehr lange. Gut, die Skater sind weniger lang unterwegs, weil sie schneller sind. Trotzdem bleibt es eine enorme körperliche Belastung. Und erstens gehört eine gute Vorbereitung dazu. Also, und es geht nicht in 4 Wochen, sondern die Menschen müssen sich über lange Zeit vorbereiten, auch nicht in 3 Monaten, so in 12 Wochen zum Marathon. Das geht halt nicht. Also man muss da schon einige Jahre Training investieren. Und natürlich muss man gesund sein. Und ich sage immer, allen, die an einem Marathon teilnehmen wollen, geht vorher zum Arzt, klärt es ab, seid ihr gesund. Und auch dann, und das gehört eben auch mit zum Leben, es ist eben dann auch mal Schicksal, das wir nicht mehr beeinflussen können. Wir können zum Arzt gehen, der kann sagen, alles ist okay. Und trotzdem, so wie gestern, sehr traurig, dass es dann jemand nicht schafft. Es ist auch statistisch, ich will nicht die Statistik bemühen, aber es sind hier 40.000 Menschen unterwegs. Und da passiert es eben, dass auch mal einer ein Kreislaufproblem bekommt oder auch einen Herzinfarkt. Ja, Sport und Tod passt halt für uns einfach nicht zusammen. Das ist einfach so. Und deshalb hoffen wir, dass die ganzen Läufer, die sich hinter uns bereit machen, einfach gut durchkommen und gesund ins Ziel kommen und wir ein nicht nur spannendes, sondern auch ein sehr freudvolles Festival des Laufens hier in Berlin erleben. Und damit wir nicht nur von Ferne dann zuschauen können, haben wir noch einen Mann aufs Motorrad geschickt, der dann ganz nah dran sein wird an den Athletinnen und Athleten. Jens-Jörg Rieck, der, glaube ich, schon vorgefahren ist und mal schaut, was ein paar hundert Meter weiter Richtung Siegessäule schon los ist. So, wir sind jetzt hier an der Siegessäule. Das ist guten Kilometer schon von dem Startbereich weg. Das ist Marc, mein Motorradfahrer aus Belgien. Und wir sind diesen Kilometer hier vorgefahren. Also, kleiner Pinguin auf der Schulter, ist schon bitterkalt. Die da laufen, haben es im Moment besser hier am Morgen. Ein kleines Problem, wenn man jetzt rüber guckt zu den Bäumen, langsam macht sich so ein kleiner Wind breit hier. Das kann natürlich, weil er von Osten kommt, nachher noch ein kleines Problem werden. Aber ansonsten, Top-Bedingungen, wie gesagt, auf dem Motorrad zu fahren, einer der besten Plätze hier bei diesem Marathon. Und ich freue mich, vor allen Dingen Irina Mikitenko dann auf ihrem Weg hier durch die Stadt begleiten zu können.
Und wir machen weiter mit Alex. Alex Bommes, bitte. Vielen Dank an Lord Helmchen, Jens-Jörg Rieck. Jan Fitschen ist bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Auch mit Helm und Fahrrad nachher unterwegs. Ne? Warum nicht auf der Strecke? Wie sind Sie davor? Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich wollte eigentlich auch unbedingt mitlaufen, nicht Radfahren. Aber ich habe halt ein bisschen zu viel trainiert, ein bisschen zu hart trainiert. Jetzt bin ich verletzt. Und dann mache ich jetzt für die ARD einen guten Job, hoffentlich. Also wir freuen uns natürlich drüber, hätten natürlich aber den Lauf gewünscht, sind aber nicht ernsthafter, sondern jetzt nur ein bisschen noch in der Rekonvaleszenz. Nee, leider schon ein bisschen ernsthafter. Also am Mittwoch kommt die OP auf mich zu. Lässt sich leider nicht anders machen diesmal. Ja, dann beobachten Sie für uns gerne auf jeden Fall die beiden Deutschen, auf die wir ein besonderes Auge haben. Verletzung als Stichwort. Der André Pollmecher war eigentlich die ganze Zeit verletzt, ist jetzt gerade mal wieder da. Wir haben ihn kurz gehört noch vorm Start, wollen das mal hören. Der hat kleine Brötchen, glaube ich, zu backen heute erstmal. Das ist mal wieder ein Ergebnis nach 2 Jahren ohne Marathonergebnis. Das heißt, es ist vor allen Dingen ganz wichtig, ins Ziel zu kommen. Es geht also noch gar nicht darum, in irgendwelche besten Listen zu laufen, sondern ich will einfach sicher ins Ziel kommen und natürlich so gut wie es geht. Gut, er will ankommen, das wollen alle, aber ist erstmal nur sein Anspruch, aber schon gut, dass er wieder da ist. Ja? Auf jeden Fall, André ist auch wirklich ein unheimlicher Kämpfer, hat unheimlich viele Rückschläge hinnehmen müssen. Das ist einfach typisch für einen Hochleistungssport. André hat es besonders oft, besonders hart getroffen. Ich finde es super, dass er jetzt wieder dabei ist, er ist in der Topform. Habe ihn gerade beim Einlaufen auch noch ein bisschen beobachtet. Jetzt drücke ich die Daumen und dann denke ich vielleicht sogar ein bisschen mehr als Angst. Sah gut aus. Hat er auch sowas um hier, wie diese Plastikdinger, oder war er da noch ein bisschen schicker? Nee, er war noch ein bisschen schicker. Gut, wir werden Sie auf jeden Fall hören bei der Halbmarathon-Distanz und Sie auch begleiten und freuen uns auf jeden Fall, dass Sie auch den Falk Czepinski natürlich im Auge haben. Danke, Jan Fitschen. Genau. Viel Spaß. Und dann gucken wir mal, wo der Mann ist, der hier das Ganze gleich anschießen wird. Das ist nämlich Haile Gebrselassie. Ach, da ist er schon. Mr. Gebrselassie. How are you today? Wie geht's Ihnen? I'm good, good, good. It's a wonderful day, you know. I just here, you know, without running, but I don't feel so comfortable. Okay, er fühlt sich gut hier. Also ist natürlich traurig, dass er nicht laufen kann. Why don't you start? I mean, there's still, you have the right clothes. You have 3 minutes. I'm so sorry, you know, just to see me without running here. But next time. Okay, er will vielleicht bald nochmal wieder. People in Berlin love you. You won the marathon 4 times, Haile, they say you're a legend. Is it a special moment for you here in Berlin? Er hat 4-mal gewonnen, die Menschen lieben ihn, er ist eine Legende. Wie fühlt es sich für ihn an, dann immer wieder hierher zu kommen? Amazing, you know, just here, you know, of course now today, you know, to celebrate, you know, the 14 years, you know, just to run here in Berlin, it's, you know, you have to be lucky. This is, you know, just the best place where people, they run. This is, you know, just a magic place, you know, just to run a good time. That's why, you know, I broke 2 times. I won 4 times. Ah, Berlin. I love Berlin. I love. Ja, Sie sehen auf jeden Fall, der Streit. Die magische Stadt Berlin, ein toller Marathon, 2 Weltrekorde, 4 Siege. Thank you very much and have fun at your day and come back soon. Thank you very much. Good luck for everybody here. Thank you. Thank you, Haile. Das Gesicht des Marathons hier der vergangenen Jahre auf jeden Fall, Haile Gebrselassie. Wir sind gespannt, wer es heute sein wird. Patrick Makau ist es nicht aus Kenia, das können wir vorab sagen. Der Weltrekordler ist nicht dabei, der hat Knie. Aber das ist die Chance für einen, der seinen Weltrekord unbedingt haben will. Allerdings läuft der nachher gegen einen, der ihn wieder unbedingt schlagen würde. Beide heißen Kipsang, beide sind aus Kenia und beide vorgestellt jetzt von Jörg Klavitter. Es ist das Duell von Wilson und Joffrey. Nicht verwandt, nicht verschwägert, aber sehr ehrgeizig. Ja, ich denke, ich werde wirklich versuchen, den Weltrekord zu brechen. Vom Start weg will ich Weltrekordtempo gehen. Mal sehen, wie die anderen reagieren. Aber das ist wirklich das große Ziel. Wilson ist schon der Favorit im Feld. Aber ich denke, wir werden miteinander kämpfen. Er hat viel trainiert, ich aber auch. Ist keine große Sache für mich. Wir werden kämpfen und am Ende sehen wir, wer gewinnt. We can fight and then we shall see. Im Rennen Konkurrenten, außerhalb nicht. Gemeinsam schauen Sie sich YouTube-Videos aus der Heimat an. Beide kommen aus Kenia.
Über Geoffrey ist dort sogar ein Dokumentarfilm gedreht worden, der in dieser Woche hier in Berlin Premiere feierte. In den Trainingscamps in 2700 Meter Höhe bereiten sich die Kenianer auf den Berlin-Marathon vor. Jeder hier hat eine Marathon-Bestzeit unter 2 Stunden und 10 Minuten. Sie leben zusammen wie in einer Familie. Ungestört können sie sich auf ihre Läufe vorbereiten. Hochmotiviert sind sie alle, auch für den morgendlichen Long Run, 40 bis 45 Kilometer jeden Donnerstag. Der Laufsport ist ihre große Chance, der Armut in der Heimat zu entkommen. Deswegen ist ein Erfolg in Berlin so wichtig. Geoffrey wurde im vergangenen Jahr Dritter in Berlin bei seinem Marathondebüt. Wilson läuft dagegen heute zum ersten Mal hier. Er hat sich die Strecke genau erklären lassen. Er weiß, läuft er hier durchs Brandenburger Tor, ist es etwa noch eine Minute. Spätestens hier wird es entschieden. Das Duell von Geoffrey und Wilson Kipsang. Kipsang oder Kipsang, wir sind sehr gespannt. Vielleicht schafft es ja auch jemand anders. Wir wollen losmachen jetzt gleich. Es geht in wenigen Minuten nämlich richtig los. Nicht ohne Sie nochmal, meine Damen und Herren, ganz herzlich einzuladen, hier aktiv teilzunehmen über Social TV. Sportschau.de ist die Seite, auf der Sie da alles finden. Schreiben Sie uns über Twitter, Facebook, rufen Sie an, mailen Sie uns, kommen Sie vorbei. Alle Ausspielwege sind herzlich willkommen, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen. Und wir werden exemplarisch auch definitiv Ihre Fragen hier beantworten. Auf jeden Fall auf Sie eingehen. So, dann wollen wir. Der 40. Berlin-Marathon ist about to start, ist schon fast am Losgehen, Ralf und Dieter. Ralf, auf geht's, bitte. Ja, mit einem herrlichen Blick auf den Tiergarten nähern wir uns so langsam der Startlinie. Ganz vorne selbstverständlich die Elite-Läuferinnen und Läufer. Ein Blick auf die Startliste. Nicht ganz einfach zu sortieren. Kipsang, Kipchoge, Kiptanui, Kipsang, das sind alles sehr fremd und ähnlich klingende Namen. Die Startnummern werden uns dann gleich begleiten. Und wenn wir den einen oder anderen dann mal gesehen haben, ist es ein wenig einfacher, sich zu orientieren. Wir haben es gesagt, brillantes Wetter. Auch für die Frauen, die wir hier nochmal aufgereiht sehen. Irina Mikitenko mit der Startnummer 2. Dahinter zwei starke Kenianerinnen, die wir im Laufe des Rennens vorne erwarten. Der erste Überblick über die vermeintlichen Top-Läuferinnen und Läufer. Aber es ist eine sehr lange Reise. Und ich fand das Bild, Dieter, von Irina Mikitenko, die gesagt hat, ich muss am liebsten einschlafen, da ganz links steht sie, an der Startlinie und dann erst wach werden bei Kilometer 35, sehr schön. Klingt widersinnig, ist aber eine Menge Wahrheit dran. Ja, natürlich. Ich glaube, dass es zunächst mal für die Läuferinnen und Läufer darum geht, einen Rhythmus zu finden, wenig Energie zu verbrauchen und deswegen einschlafen. Das ist eben so. Beim Schlafen verbraucht man wenig Energie und um das geht es. Die ersten 30, 35 Kilometer rollen, Rhythmus halten, wenig Energie verbrauchen, um dann am Ende tatsächlich eben alles ausspielen zu können. Aber es ist eine lange Reise. Florence Kiplagat, die erklärte Favoritin für dieses Rennen, hat zwar eine ähnliche Bestzeit wie Irina Mikitenko, die hier noch ein Lächeln für die Kamera hat. Die Frau aus Hessen, jetzt für die LG Eintracht Frankfurt startend, mit großem Applaus hier empfangen wird. Klar, in der Laufszene kennt die kleine, flinke Läuferin natürlich jeder. Und wir sind gespannt, wo sie sich einsortiert. Ist aber eher jemand, der es defensiv angeht. Keine Krawallläuferin, sondern jemand, der es ruhig und mit Bedacht angeht, die Erfahrung ausspielend. Der Blick zu den Top-Männern, Marilson dos Santos, da bin ich sehr gespannt. Fünfter der Olympischen Spiele, der Brasilianer, hat sich nochmal auch in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im eigenen Land viel vorgenommen. Dann Eliud Kipchoge in diesem Jahr in Hamburg, bester Marathonläufer, hat schon eine große Karriere auf der Bahn hinter sich. Und der Mann, der so nah rangelaufen ist an die Weltrekordmarke wie kein zweiter, Wilson Kipsang, in Frankfurt seine Bestzeit vor 2 Jahren erzielt. Ein sehr konzentrierter, ein sehr kontrollierter, aber ein ganz außergewöhnlich guter Läufer. Und dahinter reihen sich die anderen Spitzenläufer. Der ein oder andere schlägt noch ein Kreuz und die letzten Sekunden vor dem Start
nervöses Trappeln, sich nochmal ein bisschen die Beine warm reiben. Und ein großer, nämlich Haile Gebrselassie, schießt den 40. Berlin-Marathon auf die Reise. So, damit sind wir unterwegs. Sortieren ist jetzt angesagt auf den ersten Metern. Das Ganze nicht als ein großes Feld auf die Reise geschickt, sondern es wird in Wellen gestartet. Die erste Gruppe mit den Top-Athleten darf jetzt los. Dahinter muss noch gewartet werden. Schwierige Situation, jetzt die Ruhe zu haben. Es hat schon vorne den Knall gegeben. Die Spitzenathleten stürmen los, wie wir das hier schon gleich sehen. Und man muss hinten noch stehen bleiben und noch minutenlang warten. Ja, das ist natürlich immer für den Freizeitläufer immer ein Problem. Er merkt, okay, der Event hat gestartet, vorne geht's los und dann rückt man so langsam erst auf. Aber organisatorisch ist es gar nicht mehr machbar, 40.000 Menschen sozusagen in Bewegung zu bringen. Und das noch so, dass es dann auch noch sicher bleibt. Also insofern macht das alles Sinn. Und hier sieht man ja die Bilder, all die Freizeitläufer, die jetzt sich auf die Reise machen, die sich lange vorbereitet haben, genauso wie eben die Top-Leute, die wir hier sehen im Bild. Jetzt rückt die nächste Gruppe der ambitionierten Hobbyläufer nach. Die trainieren hier alle schon richtig viel. Ja, ich würde sagen, es ähnelt einem Zweitliga-Fußballspieler, ja. Was die Freizeitläufer dort machen, was sie trainieren, um eben diese Strecke dann rund um 3 Stunden zu bewältigen oder sogar noch schneller. Also schon großer Respekt vor diesen Läuferinnen und Läufern, die jetzt eben auch auf die Reise gehen. Und vielleicht ein Hinweis für alle, die nicht so drin sind im Laufen. Alle kriegen natürlich ihre Zeit durch die Netto-Zeitmessung. Also die Zeit wird erst gemessen, wenn die Läufer über die Startlinie laufen. Dort gibt es Matten und im Ziel genauso. Insofern hat jeder seine Marathonzeit. Als Orientierung vorne die Männer in den schwarz-weiß gestreiften Trikots, die schon vorbei sind an der Siegessäule. Das sind die Tempomacher, die für ein gleichmäßig hohes Tempo und einen gewissen Windschutz für die Topläufer sorgen sollen. Das Thema Wind kann uns durchaus noch begegnen, auf der ersten Streckenhälfte eher nicht. Aber später kann das dann schon eine Rolle spielen. Und der Mann in dem roten Oberteil und der blauen Hose, das ist Wilson Kipsang, der Mann, dem hier zunächst mal unsere Aufmerksamkeit in der Spitzengruppe gehört. Dann geht's rum um die Siegessäule. Weiter in der Stadt Richtung Westen, tendenziell weg vom Brandenburger Tor. Die ersten Kilometer für viele Läufer ein schwieriger Part, weil man sich treiben lässt von der Euphorie, endlich loslaufen zu dürfen. Aber auch schon hier versuchen die Tempomacher, die wir hier sehr schön aufgereiht, praktisch als ein Halbkreisschild vor den eigentlichen Wettbewerbern sich sortiert haben. Und die müssen ja auch absolute Weltklasseläufer sein, denn wenn wir hier in Richtung einer exzeptionell guten Zeit uns bewegen wollen, dann heißt das, dass auch die Tempomacher Weltklasseläufer sein müssen. Ja gut, die laufen ja in einem Tempobereich von unter 3 Minuten. Also das läuft unter 3 Minuten für 1000 Kilometer. Meter, genau. Für den Kilometer, und das läuft man nicht nur so. Und ja, das ist ihre Hauptaufgabe hier, das Tempo zu treffen, das Gefühl auch mit dem Topmann aufzunehmen. Also sie laufen ja nicht zum Selbstzweck, sondern sie laufen für einen anderen Athleten. Also natürlich laufen sie zunächst mal nach der Uhr, aber wenn natürlich irgendwann das Signal kommt, das ist mir zu schnell, das ist mir zu langsam, dann muss der Tempomacher reagieren. Also wirklich ein ganz schwieriger und auch verantwortungsvoller Job. Ein bisschen Ortskenntnis sollte auch dazugehören. Vorher hat es eine Streckenbesichtigung gegeben. Die Streckenbesichtigung für Sie sieht so aus. Los ging's also
im Schatten des Brandenburger Tores. Ein großer Bogen durch die Stadt am Reichstag vorbei, aber nur in einer gewissen Entfernung vorbei. Durch Berlin-Mitte hindurch, dann ein weiter Bogen um Kreuzberg herum in den Südwesten der Stadt. Lange, gerade, große Straßen, alles gut zu laufen. Die Berliner Strecke ja bekannt für eine schnelle Profilierung, kaum Erhebungen. Das ist alles nicht der Rede wert. Der Rückweg könnte dann, was den Wind angeht, eine kleine Problematik bringen. Wir haben das mehrfach gehört, wenn es dann über den Potsdamer Platz geht, durch die Friedrichstraße zurück unter den Linden ins Ziel hinter dem Brandenburger Tor. Ja, ein Blick auf das Charlottenburger Schloss. Und vorne wird scheinbar mühelos ein hohes Tempo angeschlagen. Das ist die Spitzengruppe. Drei Tempomacher vorneweg, dahinter die Topläufer, die wir Ihnen eben kurz vorgestellt haben. Und dann der erste Blick zur Gruppe um Irina Mikitenko. Auch die hat ihre Tempomacher dabei. Aber hier laufen die Tempomacher nicht zwingend vor der Irina, sondern ein bisschen seitlich und hinter ihr, um das, was sie am meisten fürchtet, zu verhindern, nämlich dass einer der ambitionierten Hobbyläufer ihr in die Hacken tritt. Sie hat Anfragen bekommen in den drei Tagen, die sie hier in Berlin ist, nach dem Motto, dürfen wir in deiner Gruppe mitlaufen? Wird sie dann bei jedem Trainingskilometer angesprochen, denn das ist natürlich für viele eine Ehre, bei der besten deutschen und einer absoluten Weltklasse-Marathonläuferin dabei zu sein. Ganz rechts Desiree Davila, die Amerikanerin, die wir hier auch in dieser Gruppe erwartet haben, die einen spannenden Weg geht, nicht in den USA läuft, wo sie locker im sechsstelligen Bereich alleine an Antrittsprämie verdienen kann, sondern den Weg hier nach Berlin geht, auf die bekannt schnelle, auf die renommierte Strecke und die Situation sucht mit den Topläuferinnen der Welt. Nils Bubel haben wir gesehen, der Mann mit der gelben Pudelmütze. Das ist der persönliche Tempomacher von Irina Mikitenko. Für ihn auch ein Vorbereitungslauf. Er will in ein paar Wochen deutscher Meister werden beim Marathon in München. Für mich immer wieder begeisternd, Dieter, die Unauffälligkeit des schnellen Laufens in der Topgruppe. Das sieht so spielerisch, so selbstverständlich aus. Das ist für mich faszinierend. Ja, es ist tatsächlich immer wieder interessant, wenn man sie sieht. Man glaubt ja jetzt, sie laufen hier ein Dauerlauftempo. Ja. Aber es ist schon sehr, sehr flott. Das ist halt die Kunst der Marathonläufer, über eine lange Zeit sehr entspannt zu laufen. Und wenn man hier mal in die Gesichter schaut von den afrikanischen Läufern, dann muss man ganz ehrlich sagen, Anstrengung, über 2 Kilometer schon rum, bald 3 Kilometer, sieht man noch nicht und ist auch klar, es liegen auch noch 39 Kilometer vor einem, wenn man jetzt schon angestrengt wäre, glaubt, dann wären wir in der falschen Gruppe. Also es ist schon faszinierend, es ist ein tolles Bild, aber eben, jetzt geht es um die Sortierung, jetzt geht es um das, dass man, wie die Irina sagen würde, langsam einschläft, aber nicht im Tempo. Ja, sondern sich in so eine Trance versetzt, ja? Kann man das eher sagen? Ja, das Laufen hat ja auch was Meditatives. Viele Freizeitläufer haben diese Erfahrung gemacht, dass sie eben tatsächlich beim Laufen in so eine Art Rhythmus reinkommen, meditativ abschalten können. Im absoluten Top-Bereich würden wir vom Flow-Effekt sprechen, wo man sozusagen nichts mehr anders wahrnimmt, wo man in seiner Welt steckt, in seiner Welt versinkt. Und das, glaube ich, ist die Kunst. Und mir ist es nie gelungen. Dazu ist mir die Strecke zu lange. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ein Spezialist für 13 Minuten. Da ist mir das gelungen. 13 Minuten habe ich alles vergessen, was um mich herum passiert. Die Jungs können das über 2 Stunden. Und das ist schon eine ganz große Kunst. Ja. Übrigens eine Anregung von Hans-Peter bei uns auf sportschau.de.
im Social TV, also da, wo Sie halt mit uns mitkommentieren können. Wir sollen doch bitte nicht über Freizeitläufer reden, sondern über Freizeitathleten. Eine schöne Anmerkung, weil da hat er recht. Das ist schon auch alles wirklich ambitioniert. Und es sind auch alles Athleten. Was die da vorne machen. Ja, das hat er absolut recht. Jawohl. Man hat gerade gesehen, hier wird diskutiert. Wir können jetzt spekulieren. Zu langsam, zu schnell. Über was? Aber ich glaube, sie sehen zufrieden aus. Auch das ist ein Phänomen, das wir immer wieder erleben. Diese absolute Top-Spitzengruppe ist doch dann stärker geworden, als es vorher angesagt war. Weil immer wieder Läufer sich dann doch den Mut zusammennehmen, so wie der Mann, den wir hier rechts mit den längeren Haaren sehen. Das ist der Kenianer Jisa. Der einzigste Äthiopier, den wir hier haben. Wir haben vier starke Kenianer. Gerade sind sie alle zusammengelaufen. Beide Kipsangs, dann Kipchoge und hier Sisa. Also der einzigste, der sich den Kenianern stellt sozusagen. Ja, aber ein mutiger Läufer, der hier in der absoluten Spitze mitgeht, auch wenn es vielleicht einen Hauch zu schnell zugeht auf den ersten 20 Kilometern für ihn. Wobei er ist ja ein aggressiver Läufer. Er hat letztes Jahr versucht, in einem Marathon in Eindhoven wegzulaufen. Hat es da nicht ganz geschafft. Bin mal gespannt, ob er es hier riskiert. So, die nächsten Freizeitathleten gehen auf die Strecke. Wir sind lernfähig. Absolut. Uhr drücken, ja, machen Sie mal eine typische Handbewegung. Uhr drücken beim Überlaufen der Startmatte, ganz wichtig. Auch das nicht genau, nicht unerheblich, denn die Leute alle wollen orientiert sein und gerade die ersten Kilometer sollten ja gleichmäßig sein, sollten zu dem passen, was man sich vorgenommen hat, Zielzeit. Und wenn dann der erste Kilometer weit zu schnell wird, dann hat man schon einen kleinen Fehler gemacht. Der große Fehler wäre, wenn man eher ganz langsam losläuft und der zweite Kilometer als Zwischensport wieder aufholen will. Und das kann man mit einer Uhr ganz leicht verhindern. Und mittlerweile haben wir ja die Techniken. Fast alle dieser Athleten sind ausgestattet mit GPS. Die wissen nach 100 Meter, wie schnell sie laufen. Das ist die Führende bei den Frauen. Kurzer Blick nur auf Florence Kiplagat, kommen wir sicher gleich nochmal dazu. Hier nochmal die Wetterdaten, Temperatur 8 Grad, Luftfeuchtigkeit 81%. Das fühlte sich für mich subjektiv sogar ein bisschen niedriger an, muss ich ehrlich sagen. Dazu Ostwind, der bei uns schon deutlich sichtbar ist an der Bewegung in den Bäumen und an Fahnen, die hier um uns herum stehen, keine Frage. Aber trotzdem muss man sagen, die Bedingungen jetzt natürlich so zunächst mal schon perfekt, wenn dann die Sonne noch ein bisschen auf die Straße scheint. Das ist schon für die Athleten absolutes Zuckerlecken. Ja, und das ist die Gruppe hier von Florence Kiplagat, die kleine Kenianerin mit dem pinkfarbenen Oberteil. Nicht einfach auszumachen in der Gruppe der Männer, die hier ebenfalls unterwegs sind. Aber wofür haben wir unseren Mann auf dem Motorrad nah dran an den Fersen der Athletinnen und Athleten? Jens-Jörg Rieck, wie sieht's aus in der Gruppe der besten Deutschen? Ja, der Mann von Irina Alexander ist uns gerade entwischt. Der war gerade noch hier vom Ernst-Reuter-Platz mit dem Fahrrad, denn der fährt jetzt vor. Bei der 5-Kilometer-Marke ist die erste Verpflegungsstation, die ist sehr, sehr wichtig für die Athletin. Da will sie zum ersten Mal nachtanken und sie bleibt ja in dieser Gruppe da drin mit den vielen Läufern. Sie hat übrigens gestern zu uns gesagt, wenn ich einen Stadtmarathon laufe und nachher wieder durch die Stadt fahre und einer zu mir sagt, ey, du warst doch an der Stelle am Ernst-Reuter-Platz oder bist hier in Richtung Moabit gegangen, dann sagt sie, wirklich, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also sie ist so fokussiert auf ihr Rennen und so in dieser Gruppe drin, dass sie nichts eigentlich wahrnimmt von dieser wunderbaren Stadt. Schade eigentlich. Ja, die touristische Tour verschieben wir auf ein anderes Wochenende. Heute geht es darum, die optimale Leistung abzurufen. F5, hier haben wir nochmal den Blick auf die Amerikanerin Desiree Davila. Und davor die doch vielköpfige Gruppe um Irina Mikitenko. Das ist ja auch interessant, wenn man gerade das sieht.
Die Desira war vorhin ja vor der Irina. Man hatte eigentlich den Eindruck, es ist ihr zu langsam. Und jetzt ist sie doch, hat sie sich zurückfallen lassen. Etwas unruhig, würde ich sagen, für den Beginn. Und das sieht man natürlich auch im Top-Bereich ist es schwierig, sozusagen seinen Rhythmus zu finden. Vielleicht auch noch ein Satz, Ralf, Entschuldigung, zur Sightseeing-Runde von Berlin. Auch das betrifft alle Athleten, also auch die zweite, die dritte Gruppe. Man ist da schon sehr fokussiert. Aber so vom Gesamteindruck her ist man da doch sehr mit Laufen beschäftigt. Ja, der Blick geht ja auch erstmal nach vorne. In der Gruppe vor Irina Mikitenko hier nochmal jetzt der klare Blick auf Florence Kiplagat, die schneller anläuft. Und das war auch so annonciert. Hat ihren Tempomacher dabei. Pace 96, rechts sehen wir da auf der Startnummer. Das ist Sammy Koske, Simon Kiptanui, der Mann, der sich um Florence Kiplagat persönlich kümmern soll. Und auch hier natürlich wieder das Phänomen der vielen Freizeitathleten, die aber schon sehr, sehr professionell trainieren, denn das ist ja eine Pace unter 2,30, die da sich einhängen und die da mitlaufen wollen. Das ist für die auch eine ganz große Ehre. Die Handbiker haben wir gesehen am Start. Die sind jetzt schon mit hoher Geschwindigkeit beim Halbmarathonpunkt angekommen. Kleine, feine Spitzengruppe, die wir hier sehen. Das ist wie immer die erste Gruppe, die das Ziel erreichen wird mit hohen Geschwindigkeiten. Und ich habe es gesagt, der Kurs ist nicht nur ideal gebaut für die Marathonläuferinnen und Läufer, sondern auch für die Handbiker, weil die Straßen einfach toll sind und es keine großen Steigungen oder komplizierte Kurvenfolgen gibt. Deshalb dieses Rennen wirklich perfekt geeignet. Eigentlich auch für den ein oder anderen Fußballer, der sich mal hier an das große Laufabenteuer heranwagt, Alex Bommes. Ja, Günther Netzer, das große Laufabenteuer. Ist es ein großes Laufabenteuer? Sie sind wahrscheinlich schon mal abgelaufen heute Morgen, ne? Ja, das ist für mich in jedem Fall ein Abenteuer. Ich stand mit dem Laufen ja auf Kriegsfuß und man muss mich mit der Pistole im Rücken zwingen, endlich mal zu laufen. Aber das hier ist faszinierend. Das habe ich mir nie so vorstellen können. Diese vielen Menschen, die voller Begeisterung hier teilnehmen, voller Freude, darauf warten, dass es endlich losgeht. Das ist mir völlig fremd. Ja, mal ein ruhiger Sonntagvormittag ist ja auch was hier, ne? Ja, kann man nicht anders sagen. Also ich bin sehr begeistert von diesem. Alle winken Ihnen zu hier. Das ist schon so eine Veranstaltung, wo man, glaube ich, mit am meisten Respekt vor jeder Athletin und jedem Athlet hat, oder? Besonders, wenn Sie ein bisschen auf Kriegsfuß sind mit dem Laufen. Nein, ich habe höchsten Respekt davor. Das ist ja nicht nur der heutige Lauf. Sich hier hinzubringen, das tatsächlich durchzustehen, das bedeutet ja ganz viel Training, Monate, vielleicht jahrelange Vorbereitung. Das ist etwas, was mir immer, bei jeder sportlichen Leistung, habe ich diesen Respekt vor diesen Menschen, die so etwas schaffen. Ich auch, ganz toll. Die Handbiker haben sie schon auf die Strecke gebracht. Gleich noch die Powerwalker. Müssen wir noch irgendwas aus der Fußball-Bundesliga klären? Der HSV wieder da, ihrer aber nicht übertreiben. Es wird schon noch einen guten Anfang gemacht haben mit Bert von Marwijk. Ich sehe ihn sehr als Trainer schon über viele Jahre. Und vielleicht schafft er die Wende da, aber das ist nicht der Trainer, der auf den Knopf drückt und das machen kann. Die Spieler müssen helfen, die sind gefordert und da ist viel zu wenig passiert in den letzten Jahrzehnten. Wir warten es ab. Vielen Dank, guten Schuss gleich noch. Danke, Herr Netze. Ja, ich bin ganz sicher, dass hier etliche Fußballer mit unter den 40.000 sind, die sich auf den Weg machen. Ah, Florence Kiplagat schon mit ersten Problemen. Wir haben heute Morgen noch gelästert, Dieter, dass man ja auch das Greifen der Wasserflasche üben muss. Im zweiten hat ihr dann einer ihrer Mitläufer eine Wasserflasche rübergereicht. Das kann aber schon eine kritische Situation sein. Hier ging es, glaube ich, nur um Wasser. Aber wenn man seine persönliche Verpflegung haben möchte, die dann schon mal was anderes beinhaltet, kann das schon ein bisschen nervig sein. Ja, wobei, auf den Reichstag. Ich gehe davon aus, das war ihre persönliche Flasche. Und insofern, das ist das, was sie gewohnt ist. Das ist das, mit was sie trainiert hat. Also sie weiß, was sie da bekommt. Und da sieht man ja auch die Aufgabe, dass der Tempomacher ist. Also nicht nur, dass man aufs Tempo schaut, sondern wenn dann sowas passiert, bleibt er stehen.
greift sich die Flasche und reicht sie. Aber sehr unruhig. Man kommt aus dem Rhythmus, man wacht wieder auf, ja, um in der Sprache mal zu bleiben. Und es ist schlecht. Ja. Jetzt wieder der Blick auf den Reichstag. Also eine kurze Passage rüber vom Hauptbahnhof in Berlin in Richtung Reichstag. Dann geht es jetzt links ab in Richtung Berlin-Mitte. Und wir sehen die Spitzengruppe der Männer. Und da hat sich jetzt alles sortiert und formiert. So, die Spitzengruppe in einer der ganz wenigen, ganz leichten Anstiegpassagen. Wenn es hier über eine kleine Brücke rüber geht. Aber das sind wirklich Nuancen auf der Gesamtdistanz. Kaum Steigungen, kaum problematische Streckenabschnitte. Und ein herrliches Bild. Im Schatten vor dem perfekt blauen Himmel zu dieser 40. Auflage. Die Jagd auf die Topzeit. Und wenn wir in die Gesichter schauen, links in der Spitzengruppe der Männer, wirkt das sehr viel entspannter. Florence Kiplagat hat doch einen Schreck bekommen, wenn man das so aus ihrer Körpersprache heraus sortieren möchte. Auch hier wieder Orientierung. Wo läuft sie? Auf der Straße, etwas weiter links, etwas weiter rechts. Hoffen wir, dass es für Irina Mikitenko, zumindest vom Augenschein her, sieht es so aus, ruhiger zugeht. Rechts im blauen Trikot, das ist Nils Bubel, hat jetzt seine Pudelmütze abgenommen. Da sieht man schon, der schaut immer wieder nach rechts und links und orientiert sich und versucht, alle Unbillen da von Irina Mikitenko vorn zu halten. Und Jens-Jürg Rieck, wir haben den Eindruck, dass Irina Mikitenko sehr ruhig und sehr gleichmäßig unterwegs ist und dass die Gruppe rollt. Wie sieht das aus der Nähe betrachtet aus? Ja. Genau so ist es. Wir haben hier hinter uns gerade mit dem Fahrrad vielleicht zu sehen, Alexander, den Ehemann, der hier mitfährt, fährt jetzt gerade mit dem Fahrrad an uns vorbei. Da ist er schon, uns gerade entwischt. Alexander, der Ehemann. Und die Gruppe ist dicht beieinander. Bei der 5-Kilometer-Marke gab es, da haben wir auch eine Kamera, wir haben ja alles dabei. Bei der 5-Kilometer-Marke gab es die Verpflegung. Sie hat ihre Flasche bekommen. Und das Tempo ist perfekt. Ganz anders als 2008 beim deutschen Rekord. Da gab es immer wieder Diskussionen. Ihr Mann musste sie bremsen. Sie wollte schneller. Bislang gar keine Diskussion in dieser Anfangsphase. Es rollt perfekt. So, und schauen Sie mal, was da los ist. Das ist schon eine der Partywellen. Wir reden aber immer noch über Freizeitathleten. Ja, das hat jetzt mit der Kamera leider nicht gut. Die bringen sich noch ein bisschen in Wallung und in Stimmung. Wir waren schon ein bisschen überrascht, wie früh teilweise der ein oder andere sich hier schon an der Startlinie eingefunden hat, denn es war doch unangenehm kühl heute Morgen. Wenn man dann da über 1,5 Stunden rumsteht, bevor man loslaufen darf, dann kann man schon ganz schön ins Frösteln geraten. Aber es tat der Stimmung keinen Abbruch, wie man sieht. Und diese Leute sind so voller Vorfreude, voller Adrenalin. Die gehen jetzt auf eine große Reise.
So links Asterix und Obelix. Zwei Läufer mit einem Kostüm unterwegs. Das kann heute auf den ersten Kilometern noch durchaus wärmend sein, aber im weiteren Verlauf ist das doch eine warme Angelegenheit. Als Orientierung 5 Kilometer Zwischenzeiten, 14:33 an der Spitzengruppe. Das ist, um es mal vorsichtig zu sagen, sehr schnell. Das ist sehr schnell. Ich rede ungern immer von diesen ganzen Weltrekordprognosen. Aber nur damit wir auch diese Information geben, es ist auf Weltrekordkurs, aber 5 Kilometer ist natürlich noch keine Tendenz. Aber es ist ein absolutes Top-Tempo, eine große Gruppe, das ist sehr schön, das ist für alle auch ein Stück weit beruhigend. Man weiß, man kann über eine lange Zeit in einer Gruppe laufen und das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann sortieren wir für die Fans der deutschen Läufer auch noch kurz die Abstände. Marcin Wasinski, der Spätaussiedler aus Polen, für die LG Eintracht Frankfurt startend, etwa eine Minute hinter den Top-Leuten im Moment als bester Deutscher unterwegs. Und dann André Pollmecher, noch mal etwa 10 Sekunden dahinter in 15:46. Das ist alles im Rahmen so, wie sich das André Pollmecher vorgestellt hat. Das sieht nach gemütlichem Radeln aus. Alexander Mikitenko begleitet seine Frau, muss aber dann immer wieder abkürzen, vorfahren und die Verpflegungspunkte ansteuern. Und wie wichtig die Betreuung durch ihren Mann nicht nur im täglichen Training, sondern vor allen Dingen auch während der Wettkämpfe ist, hören wir von Irina Mikitenko selbst. Es ist egal, wer kommt, ob mit U-Bahn, ob mit zu Fuß oder mit Fahrrad überquert irgendwie die Strecke. Aber er versucht immer mehrere Punkte zu suchen, dass er mich sehen kann und auch vielleicht eine oder andere Information zu geben. Ja, und vielleicht eine Information noch für unsere Zuschauer. Irina Mikitenko ist in der zweiten Gruppe drin. Drei Frauen haben sie ein bisschen abgesetzt. Aber die Irina läuft hier ein tolles Rennen. Und ich will das nochmal betonen. Irina Mikitenko, ich bin noch mit ihr aktiv gelaufen auf der Bahn. Wir waren zusammen im Trainingslager. Sie ist 41 Jahre und mischt hier in der absoluten Weltklasse mit. Da kann man nur den Hut ziehen. Also faszinierenden Eindruck, den sie nicht nur in der Vorbereitung hier auf uns gemacht hat, sondern hier auch die ersten Eindrücke sind wirklich sehr stark, gar keine Frage. Da dürfen wir wirklich gespannt sein, auf was das dann letztlich hinausläuft. Auch da gibt es eine Bestzeit, die sie anpeilt für die Kategorie Ü40. Aber das ist dann eine kleine Spielerei. Sie kann aber eben auch hier in diesem spannenden Rennen eine sehr, sehr gute Rolle spielen, Irina Mikitenko. Und dann springen wir mal vor Richtung einer der legendären Punkte auf der Berliner Marathonstrecke am Wilden Eber. Da sind nämlich die Handbiker bereits unterwegs. Später, wenn die Läufer dort ankommen, einer der absoluten Stimmungshöhepunkte. Aber die waren so schnell, die Handbiker, dass wir sie knapp verpasst haben. Und wenn dann nachher auch die vielen Freizeitathleten da vorbeikommen, dann erst geht die Party am Wilden Eber richtig los. Die Top-Spitze geht ja da ähnlich schnell, nein, aber fast so schnell wie die Handbiker durch. Da geht es ruckzuck. Aber die Party beim Wilden Eber, das kann man dann ab den 3-Stunden-Läufern muss man da hin und die Party durchfeiern. Ich glaube, viele Läuferinnen und Läufer würden da am liebsten mal stehen bleiben. Wir kommen zur Kilometermarke 10 der Spitzengruppe. 29,
12 so von meiner Position aus gesehen. Und 29:16 und ja, auch hier genau in der Pace im Bereich der absoluten Weltbestzeit, Weltrekord. Also diese Männer hier sind wild entschlossen, diesen Rhythmus weiterzuhalten. Aber wir haben ja bei allen größeren Laufveranstaltungen, die auch entsprechende Streckenprofile aufweisen, so wie Berlin das eben tut, die Versuche gesehen, immer wieder ranzukommen an diese Weltbestzeiten. Der Weg ist noch verdammt weit. 10 Kilometer in einer hohen Geschwindigkeit laufen können sehr viele der Topläufer aus Äthiopien oder Kenia. Aber hier sehen Sie schon die beiden Kipsangs, Kipchoge, entspannt, immer noch, würde ich sagen, vom ersten Blick. Aber was ist schon der erste Blick? Ich meine, wir sitzen hier und schauen in Gesichter, aber wir wissen natürlich nicht wirklich, wie es ihnen geht. Und trotzdem kann man einen Unterschied sehen, dass sie sei hinten Äthiopier, der ganz letzte Läufer. Da hat man dann schon ein bisschen den Eindruck, dass er mit etwas mehr Aufwand läuft. Und da kann man dann vielleicht so bei 15, bei 20 Kilometer dann auch schon sehen, wohin die Reise geht. Hier nochmal, was wir gerade geschildert haben, die einzelnen Abschnitte und in grün markiert die Differenz zum Tempoverlauf von Patrick Macau, der hier auf dieser Strecke den Weltrekord aufgestellt hat. Wir glauben aber, dass man ein bisschen Polster braucht für die zweite Streckenhälfte, denn wenn der Wind auffrischt, und so sieht es aus unserer Perspektive aus, dann braucht man ein Polster, sonst wird es sehr, sehr schwer auf den letzten 7, 8 Kilometern. Also ab Kilometer 30 bis Kilometer 40 werden die Läuferinnen und Läufer gegen den Wind laufen. Und insofern wird es dann auch schwieriger. Und vor allem ist es ja gerade die Phase des Rennens, wo der Marathon erst beginnt, wo die Irina Mikitenko aufwachen will. Und insofern, und wo es auch schwer wird, wo die Gruppe ja dann ganz dünn ist, wo vielleicht sogar der Spitzenmann alleine ist und dann noch gegen Wind. Also insofern ist es heute schon eine schwierige Aufgabe. Aber freuen wir uns erstmal auf ein tolles Duell dieser Topläufer. Und auch das Rennen der Frauen entwickelt sich so, wie wir das erhofft hatten, dass Irina Mikitenko nämlich wirklich sehr gut unterwegs ist. Kurzer Schluck aus der eigenen Flasche und dann aufpassen. Die Flasche wird an die Seite entsorgt und dann gleich von den Helfern wieder eingesammelt. Florence Kiplagat etwa eine Minute schneller unterwegs als Irina Mikitenko. Und auch hier erkennen wir schon links und rechts am Rande der Strecke sehr viele Menschen unterwegs. Klar, bei dem Wetter, das ist ja eine gemalte Einladung für alle Lauffreunde und für viele, hier an die Strecke zu kommen. Jetzt etwa für genau Kiplagat bei Kilometer 10, gerade durchgelaufen. Ich warte hier auf ein Ergebnis, dann sehen wir vielleicht die Aufstellung. Ja, kurz hinter ihr ist die zweite Kenianerin, Sharon Shirop, die wir auch dort in dieser ersten Gruppe erwartet haben. Und dann wird es eine Weile dauern, bis die Gruppe um Irina Mikitenko die 10-Kilometer-Marke erreicht. Und die beiden Kenianerinnen liegen ganz eng beieinander, 32:46, 32:51. Man kann sagen, in einer Gruppe. Und es darf auch noch ein bisschen spannend sein, wie das dann ausgeht. Und hier sehen wir wieder die Männerspitze, unverändert. Und während wir weiter an
der Spitzengruppe der Männer erkennen, dass am Strausberger Platz noch alles sehr im grünen Bereich ist, was die Tempo-Unternehmungen angeht. Gönnen wir uns einen kleinen Abstecher an die Friedrichstraße. Und Sascha Hingst hat dort eine Legende dieser Marathonveranstaltung in Berlin bei sich. So kann man das sagen. Bernd Hübner ist bei mir. Er hat 36 Mal die ersten 36 Läufe dieses Berlin-Marathons absolviert. Bei den meisten heute wird man fragen, wie fühlt es sich an zu laufen? Bei dir muss man fast fragen, wie fühlt es sich denn an, mal nicht zu laufen? Ja, es fühlt sich nicht so gut an. Mir blutet das Herz, aber es macht trotzdem Spaß, hier viele bekannte Gesichter anzufeuern. Und heute ist wieder wunderbares Wetter, Kaiserwetter sozusagen. Was will man mehr? Und die Stimmung ist jetzt schon super. Und ich denke, es wird noch besser werden. Und nachher auch die eigene Laufsportgruppe anfeuern. Wir können uns mal angucken, wie das damals ausgesehen hat beim allerersten Berlin-Marathon. Am 13. Oktober 1974, 9 Uhr morgens, 286 oder 288, ich sag mal Verrückte, die es damals geschafft haben, die immer am Grunewald entlang sind. 1981 war der Grunewald dann zu klein, da ist dann der Lauf schon in die Stadt gewandert. Da waren dann auch schon die ersten Handbiker dabei und hier sieht man 90. Das war noch nicht 90, aber gleich sehen wir es dann noch mal. Das ist 90, wenn man das erste Mal dann auch durchs Brandenburger Tor laufen durfte. Aber wenn wir jetzt ganz genau hingucken, Hübi, dann sieht man nämlich gleich dich. Da ist er. Ich glaube, das war 2005. Ne? War das denn, wenn man den Lauf heute vergleicht und damals, okay, abgesehen mal von der Strecke, was war anders? Ja, es war auch schon eine gute Stimmung, aber es ist immer größer geworden. Und man weiß ja, dass es im letzten Jahr bei der Anmeldung nach 3,5 Stunden hatten sich schon 40.000 angemeldet und auch immer mehr Zuschauer. Ja, Mensch, war super. Und man sieht ja hier, mich kennen viele, ich kenne viele. Und es macht auch Spaß, hier einfach die Leute anzufeuern. Der Sieger beim ersten Lauf hat sämtliche Verpflegungsstationen ausgelassen. Das war damals auch noch nicht so professionell alles wie heute, ne? Nein, ja, es war ruhiger. Und es war ja auch am 13. Oktober, da war kühl. Ja, war okay. Dann erstmal vielen Dank und wir gehen erstmal zurück von hier. Ja, vielen Dank. Der Blick geht wieder auf die beiden Führungsgruppen, links die Männer, rechts Florence Kiplagat, die sich ein wenig abgesetzt hat von den anderen Frauen und auch sehr schnell unterwegs ist, auf dem Weg zu einer absoluten Top-Bestzeit. Wenn es glatt läuft, könnte es unter die Marke von 2 Stunden und 20 Minuten gehen. Und das wäre eine bemerkenswert schnelle Zeit. So, in unserer Sortierung ist Irina Mikitenko im Moment an Rang 4, denn zwischen der Topgruppe und Irina läuft noch eine Schwedin, Isabella Andersson. Die stammt jedenfalls auch aus Kenia und ist inzwischen in Schweden eingebürgert worden. Die Situation an der Strecke, auf der Strecke, kann Jens-Rück Rieck vom Motorrad noch besser beurteilen. Wenn ich schneller fahren will, dann macht der Marc so und das Motorrad fährt schneller. Zwischen Irina und Alexander gibt es ein Zeichen. So ist langsamer und so ist schnell. Und bislang, wir haben ja über eine halbe Stunde jetzt absolviert, gab es nicht einmal das Zeichen, dass die Gruppe um Irina herum, die vier Läufer, die sie begleiten, schneller laufen sollen. Man muss dazu wissen, dass selbst bei dem Rekordrennen, beim deutschen Rekord, bei den 2:19:19, es Streit gab zwischen den beiden Eheleuten, die sich seit 20 Jahren kennen und lieben, weil sie will eigentlich immer schneller und sagte zu den Tempomachern, schneller. Und Alexander sagte immer langsamer. Da haben die Jungs gesagt, Moment, was ist denn jetzt unser Job, was sollen wir machen? Diesmal ist die Regel so, Alexander gibt die Kommandos, aber er hat nichts zu tun, es läuft wirklich top. Ja, vielen Dank für die Informationen. Wer möchte da schon als Tempomacher dazwischen stehen, wenn sich das Ehepaar Mikitenko streitet? Im Moment keine Veranlassung dazu. Immer wieder sehr aufmerksam. Nils Bubel links vorne mit dem ganz blauen Trikot wendet immer wieder den Kopf und sichert die Position ab.
Dazu dann hinten rechts in dem weißen Trikot, das ist Werner Achmüller, ein Südtiroler, auch ein alter Bekannter hier in Berlin, der sehr häufig in den Top-Frauengruppen unterwegs ist, weil das genau seine Leistungsklasse ist. Das ist aber auch ein Läufer, der sehr gleichmäßig laufen kann. Und deshalb wird er geachtet und gehört zu einem der Begleiter in diesem Tross von Irina Mikitenko. So, da gab es vorhin bei uns auf sportschau.de eine Frage, nämlich diese hier von Fraus. Vorhin gab es die Aussage, Irina Mikitenko hätte Anfragen bekommen, in ihrer Gruppe mitlaufen zu dürfen. Darf nicht jeder laufen, wo er will? Im Prinzip ja, aber erstmal wird man nach Leistungsstärke in die verschiedenen Startwellen eingeteilt. Und dann gibt es halt Läufer, die sich hier zu Irina sortieren. Das ist alles in Ordnung. Nur stören dürfen sie dann nicht. Ja, es ist einfach so, dass man, es gibt natürlich auch Läufer, die dann in den Bereich reinlaufen, die eigentlich gar nicht in dem Tempobereich den Marathon laufen können, zu Ende laufen können. Und weil sie wissen, dass Irina Mikitenko da ist, dann machen sie ein kleines Schaulaufen für die Fernsehrunde, versuchen dann so nah wie möglich neben der Irina zu sein, um vielleicht auch im Bild zu sein. Und das ist natürlich für die Läuferin, für die Irina, für jeden Topläufer ganz störend, wenn da irgendeiner mitläuft, der da nicht hingehört. Und insofern, hier hat sich schon eine schöne Gruppe gebildet und die Jungs, die jetzt da alle mitlaufen, die sind froh, dass sie diese Pacemaker haben, dass sie die Irina haben. Die laufen hier alle auch um den Bereich Bestzeit, freuen sich, aber sie stören eben nicht. Aber grundsätzlich darf jeder laufen, wo er will und darf sich auch einsortieren. Ich glaube, das regelt sich auch in der weitgehend dann auch irgendwann vom Tempo von selbst. Ja, da muss man erstmal zu in der Lage sein, etwa ein Tempo zwischen 2:23 und 2 Stunden 25 laufen zu können überhaupt. Wir sehen Nils Bubel rechts, der Mann hat das Management in dieser Gruppe übernommen und sortiert da die Läuferinnen und Läufer um Irina Mikitenko. Da sind noch zwei Damen in der erweiterten Gruppe drin mit Hela Kiprop und mit Eri Hayagawa, der Japanerin, die unmittelbar hinter dieser Runde um Irina Mikitenko unterwegs ist. Ein Satz noch zu Nils Bubel. Er ist ein Marathonläufer, kann selber unter 2:30 laufen, also auch ein Topmann. Und man muss das können, um hier das Tempo zu führen. Bin gespannt, wie lange er läuft. Und hier sind wir in der Spitzengruppe und gucken wir mal, ob sich da schon einer der großen Namen aussortiert hat. Ich glaube das nicht. Sie sieht immer noch sehr kompakt aus. Aber selbst bei diesen kleinen Richtungsänderungen erkennt man die hohe Geschwindigkeit, die hier gelaufen wird. Das zieht sich jetzt doch in der Topgruppe ein bisschen länger hin. Und immer wieder der Blick auf den Mann in diesem orange-roten Oberteil, das ist Wilson Kipsang, auf den hier alle schauen, weil er der vermeintlich Stärkste ist in dieser Gruppe. Aber Sie sehen das, die Konkurrenten sind alle noch bei ihm. Einem sehr erfahrenen Mann, der nie eine große Bahnkarriere gemacht hat und der inzwischen Besitzer eines kleinen Hotels ist, das von seiner Frau Doreen betrieben wird. Die drei Kinder sind auch schon vom Laufen infiziert, haben in diesem Sommer Urlaub gemacht in den Niederlanden. Da hat er dann den 10-Kilometer-Lauf gewonnen. Und seine Frau hat den Jedermann-Lauf über 5 Kilometer gewonnen. Und einer seiner Söhne den Kinderlauf gewonnen. Also so geht das dann halt eben auch in der Familie weiter. Ja, es ist genau gleich wie bei uns auch. Man gibt es einfach seinen Kindern weiter, man lebt etwas vor. Müssen deine Kinder auch laufen? Sie müssen überhaupt nicht laufen, aber meine Kinder laufen auch. Ja, so ist es. Sie sehen nichts anderes, also laufen sie. Ja. Meine Tochter sprintet allerdings. Ich weiß nicht, von wem sie das hat. Sie ist eine sehr gute Sprinterin. So, wir haben es schon mal angesprochen. Wir sehen, dass hinten der Äthiopier arbeitet, kämpft dieses Tempo. Wir laufen man auf sieht auch schon, es reißt schon eine Lücke auf. Ja, hier nochmal dieser direkte Vergleich. Weltrekord immer noch im grünen Bereich, also ein wenig unter, aber wirklich im eher marginalen Bereich, 7 Sekunden.
Da kann noch sehr viel rauf und runter passieren, aber wir haben es gesagt, das Tempo ist sehr, sehr hoch. Deshalb haben da hinten die drei auch schon Probleme, jetzt an der absoluten Top-Gruppe dran zu bleiben. Und es ist auch ein großes Risiko, wenn man quasi über seinem Limit läuft, schon bei Kilometer 15. Der Sisai wird sich auch fragen, okay, welche Strategie gehe ich jetzt ein? Riskiere ich wirklich alles, auf Weltrekordtempo mitzugehen oder eben dann auch eine gute Finisherzeit zu erreichen? Um das geht es ja auch. Also wir sollten nicht nur auf den Weltrekord schauen, sondern wenn ein Athlet hier 204, 205 läuft, ist es absolute Weltklasse. Und damit kann er sich ja auch wieder im Ranking in der Welt positionieren. Also insofern wird sich jeder Athlet hier fragen, wie weit gehe ich das Risiko mit? Und im Moment ist es sehr, sehr schnell. Cottbuser Tor im Hintergrund, die S-Bahn für die Topläufer, auch eine U-Bahn-Station. Auch da haben wir immer wieder in der Gruppe der vielen Athleten wundersame Geschichten hören müssen, denn da ist der ein oder andere mal eingestiegen, hat abgekürzt, aber nicht damit gerechnet, dass zwischendurch auch noch mal irgendwo Matten liegen und man das dann nachvollziehen konnte, dass gemogelt wurde. Die schönste Geschichte war die, dass ein Freizeitathlet tatsächlich die zweite Hälfte des Marathons schneller lief als Haile Gebrselassie, als er Weltrekord lief. Und dann wurden doch die Kampfrichter etwas stutzig. Ja, dann überlegt man mal, wo könnte er die U-Bahn bestiegen haben. Genau. Ja, die Geschichten gibt es tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass auch sehr viele Politiker heute laufen. Das wäre auch mal interessant. Da haben wir keine verlässlichen Daten und Zahlen für. Alle noch im Koalitionspoker verhaftet. Oder so. Ja. Aber vielleicht sollten die einfach mal zusammen laufen gehen und das da ausdiskutieren. Ich glaube, dann würden sich viele Probleme von selbst lösen. In Form von Auslese oder wie darf ich das verstehen? Nein. Der Sortierungsprozess, nennen wir das mal so, hat auch hier in der Top-Gruppe so langsam begonnen. Aber wirklich immer noch ein breites Feld. Und für mich ist das der Reiz einer solchen Laufveranstaltung, wenn hier um den Sieg gefightet wird, bis zur Ziellinie meinetwegen. Das könnte die Situation werden heute und das kann der Reiz dieser 40. Auflage werden, dass hier mindestens zwei, drei sind, die in einem absoluten Top-Bereich gemeinsam in Richtung Brandenburger Tor stürmen. Und dann ist es auch anders, weil dann geht ja in der Gruppe auch die Taktik los, weil dann wird sich jeder fragen, okay, ist mir der Sieg lieber oder riskiere ich hier alles und laufe auf Weltrekord? Und wenn die Gruppe so groß bleibt, wie sie jetzt ist, wenn sie lange zusammenbleiben, dann werden die natürlich erstmal auf Sieg laufen und ob es dann tatsächlich ein Weltrekord wird, weiß man nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend und es bleibt hier spannend. Das mal grafisch verdeutlicht, das ist etwa im Moment die Zwischenzeit im Vergleich zur Topzeit rund 200 Meter. Kleine Spielerei am Rande. Eine Frage, die gerade bei uns auf sportschau.de gestellt wurde. Dürfen eigentlich die Tempomacher dann vor den Topläufern ins Ziel kommen? Ja, ja, das dürfen die schon. Das ist auch schon passiert hier in Berlin. Aber dazu muss man dann eben auch in der Lage sein, sich da vorne dann von den absoluten Topläufern abzusetzen. Aber man darf es, es ist möglich. Aber eine extrem seltene Erscheinung. Ein erster Eindruck der bunten Welt des Marathons weit hinter den Top-Top-Läufern. Und Jens-Jörg Rieck, ich weiß nicht, wo ihr euch gerade hinsortiert habt, aber ihr seid sehr nah dran. Wir sind ganz dicht dran und haben mal hier, schön zu sehen, so eine lange Gerade hier auf dieser Strecke in Berlin mit Irina Mikitenko. Das ist ja eines ihrer Probleme gewesen in London. Da gab es 180 Kurven und da ging es ein bisschen auf die Knie. Heute läuft es perfekt und absolut ungewöhnlich. Wir haben gerade mit Alexander geredet, der hier an der anderen Seite mit uns mitfährt. Der sagt, ich habe noch nicht ein einziges Wort sagen müssen während des ganzen Rennens. Ab und zu fährt er mal vor, guckt ihr ins Gesicht, um zu sehen, wie sie sich fühlt. Das ist gespenstisch, wie dieser Marathon im ersten Teil von diesem Team hier bestritten wird. Es gibt gar keine Probleme. Wir hoffen, das bleibt so. Ja, vielen Dank für die unmittelbaren Eindrücke.
Und das ist ja auch das Bewundernswerte an Irina Mikitenko, die ihren Sport als Familienunternehmen betreibt. Ihre Kinder sind genauso eingebunden wie ihr Mann Alexander. Die Kinder sind aber nicht mit in Berlin, sondern schauen auch hier bei uns live im Ersten das Rennen ihrer Mutter an. Und die können sich gar nicht vorstellen, dass die Karriere, die lange große Karriere von Irina Mikitenko dann doch mal irgendwann zu Ende geht. Aber es wird schon diskutiert im Hause Mikitenko. Und die Kinder haben gesagt, was Mama, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Du nicht mehr laufen, morgens, nachmittags, wobei, lange Stunden. Wobei ich glaube, dass Irina Mikitenko immer laufen wird. Ja, das wahrscheinlich schon. Ich glaube, die kann gar nicht aufhören. Insofern hört sie vielleicht die Wettkampfkarriere auf, aber laufen geht sie natürlich immer. Ja, aber mit 41 muss ich sagen, ich finde das schon enorm. Ich habe mit 38 meine Karriere beendet und ich muss sagen, ich war sehr froh, als es dann rum war. Und insofern ist es schon ein Phänomen mit 41 Jahren. Aber du läufst noch und spielst noch kein Golf. Ich laufe eigentlich nur jeden Tag. Ich bin so verrückt, ich kann es nicht lassen und ich laufe auch noch gerne schnell. Selten Wettkämpfe, aber ja, wir laufen ist einfach mein Leben. Und ich glaube, der Irina wird es nicht anders gehen. Ja, was waren das da für Zeichen, die Nils Bubel gegeben hat? Ah, die Orientierung der Gruppe hin zur Verpflegungsstelle. Zur Verpflegungsstelle, genau. Kriegen jetzt was zu trinken. Nils Bubel wird sich die Flasche nehmen, hat allen anderen gesagt, Achtung, jetzt geht's los. Auch das, die Absprache sozusagen, dass man sich nach rechts orientiert. Vielleicht als kleine Info für die Laufinteressierten, was die deutschen Männer machen bei Kilometer 15 haben sie sich jetzt zusammengetan. Der Marcin Lasinski, der Falk Czapinski und André Pollmecher ganz eng zusammen. So 47-15, 47-14, also die drei laufen zusammen. Und das als kleine Hochrechnung für diese Gruppe, das wäre eine Endzeit knapp unter 2 Stunden 13. Damit die Option für alle drei, sich zu qualifizieren für die Europameisterschaften im nächsten Jahr in der Schweiz, in Zürich. Die tolles Qualizeit, Ereignis. Die Qualizeit 2 Stunden 13, 30. Und es wäre natürlich, wir reden jetzt wirklich im Konjunktiv, das wäre natürlich eine tolle Zeit, mal wieder von deutschen Läufern, wenn sie das realisieren. Bleibt dabei Florence Kiplagat hier mit einem eher unruhigen Lauf. Immer wieder dieses Umdrehen, sich nicht so sicher und ruhig bewegen wie Irina Mikitenko in ihrer Gruppe. Die Unsicherheiten in der Aufnahme der Wasserflaschen haben wir vorhin im Bild erkennen können. Aber es bleibt auch dabei, dass Florence Kiplagat auf einem sehr schnellen Weg ist. Irina Mikitenko, 2 Minuten Rückstand auf die Führung von Florence Kiplagat. Die, um das noch zu sagen, auf einem Kurs rund um unter 2,20 ist, deutlich unter 2,20, also auch hier ein wahnsinnig schnelles Rennen. Ein kurzer Rückblick auf gestern. Das waren die Sieger bei den Skaterinnen. Manon Kaminga, die Niederländerin, hat dort gewonnen. Und bei den Männern, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, es gab diesen tragischen Todesfall eines 71-Jährigen nach etwa Kilometer 15. Auf der anderen Seite einen neuen Streckenrekord durch einen Schnellläufer. Bart Swings, der Belgier, hat hier gewonnen, ein Mann, der auch bei den Olympischen Spielen dann im Eisoval in Sochi sehr weit vorne sein will. Und dahinter Tausende von Skatern, die den Weg nach Berlin und durch die Hauptstadt gefunden haben.
So, wir hören immer wieder unterschiedliche Musiken, sehr viele kleine Kapellen, Stimmungsnester, wie sie von den Organisatoren genannt werden, an der Strecke. Auch das wird eher als Rauschen wahrgenommen von den Topläufern. Aber die Anfeuerung, die bekommen die schon mit, auch wenn es hier sehr konzentriert zur Sache geht. Der Blick hier geht auf Eliud Kipchoge, der schon, Dieter, ein starker, ein 5000, sensationeller 5000-Meter-Läufer war. Dem ist das gelungen. Ja. Ich könnte jetzt sagen, was mir nicht gelungen ist, Umstieg auf Marathon, aber ich muss mal dazu sagen, auch zu meiner Ehrenrettung, das, was Kipchoge hier macht, gelang gerade drei Athleten in der Welt, Heilige Selassie, Paul Tergat und nun er, unter 13 Minuten zu laufen und dann eine 205, 206 Marathon. Aber er ist beim Marathon angekommen und für mich so ein bisschen ein kleiner, sage ich mal, Geheimmann, den man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss. Ja, wir haben den Eliud, der hier so links am Bildrand läuft, erlebt in den zwei Tagen hier vor dem Rennen. Ein sehr sortierter, ein sehr überlegt agierender Athlet, der den zweiten Kipsang, Geoffrey Kipsang, wir haben die vorhin vorgestellt, unter seine Fittiche genommen hat, den deutlich jüngeren, nachrückenden, aber sehr ehrgeizigen Athleten, der ebenfalls hier ja noch in dieser Gruppe mitläuft. Das ist der zweite Mann in Blau jetzt hier in der Bildmitte. Die trainieren auch zusammen. Er ist erst jung, der zweite Kipsang, 20 Jahre jung, aber schon, ja, Marathon-Weltklasse, so muss man das einfach sagen. Also hinter den beiden Tempomachern, da sehen wir links Eliud Kipchoge und dann rechts daneben im blauen Trikot Geoffrey Kipsang, teilen sich hier ein Hotelzimmer, haben die Vorbereitung gemeinsam gemacht und bestreiten jetzt hier in bestechender Qualität die ersten rund 20 Kilometer dieses Marathonlaufs. Wilson Kipsang hat sich jetzt, sieht er, ein bisschen nach hinten, ja, fallen lassen, hier mit der Startnummer 2. Er läuft hier so ein bisschen defensiv, habe ich den Eindruck. Er sieht ja exzellent aus. Also man hat ja fast den Eindruck, ich will nicht sagen, er trabt, aber man hat schon den Eindruck, er hält sich sehr stark zurück. Vielleicht auch ein Stück weit lernen. Er ist ja souverän gelaufen in Frankfurt, fast Weltrekord. Dann hat er einige Versuche gehabt, wo er 2:04 gelaufen ist. In London ein bisschen mit Pech, würde man sagen. Und zu viel Risiko auch gelaufen bei den Olympischen Spielen. Vielleicht hat er das jetzt alles subsumiert und läuft jetzt etwas zurückhaltend, um sich auf die zweite Streckenhälfte zu konzentrieren. Wir kommen ja gleich zum Halbmarathon. Und da können wir dann mal schön hochrechnen, was denn heute zu erwarten ist an einer Endzeit. Und immer wieder hier bei. Da sind wir jetzt erstmal bei den Handbikern und dem spannenden Zielfinish. Vico Merklein, der Mann hier aus Berlin, ist vorne und der wird das Ding hier für sich entscheiden. In 1:06 reißt schon die Arme kurz vor dem Ziel hoch und hat es geschafft. Das war sein großer Traum, hier zu gewinnen, gegen den Paralympicsieger, gegen Rafael Wilk sich durchzusetzen. Der Pole wird Vierter. Vico Merklein gewinnt vor Walter Alblinger und Bernd Schäffre. Den drei Deutschen, die hier vorne bei den Handbikern als Erste am Sonntag des Lauf- und Sportwochenendes in Berlin das Ziel erreichen. Glückwunsch dazu. Ja, Handbike im Ziel und viele Freizeitathleten bei Kilometer 12. Und hier sind wir in der Spitzengruppe, die jetzt die 20 Kilometer hinter sich gebracht haben. Vorne eine wahnsinnsschnelle Pace hingelegt haben. Und wir schauen mal und... immer noch deutlich, ja, fast gleich. 10 Sekunden ist nicht deutlich, aber 10 Sekunden schneller wie Weltrekordtempo. Also es läuft auf ein kontrolliertes, sensationell schnelles Rennen hin. In einer kompakten Gruppe.
ich sage, das ist natürlich wichtig. Wir sehen es, die Zwischenzeiten 11 Sekunden schneller wie Weltrekordtempo. Aber da kann sich noch alles durcheinander wirbeln, wenn es auf die letzte 5, 6, 7 Kilometer geht. Beide Kipsangs sind mit dabei. Kipchoge ist dabei. Ich sehe es. Sisai ist auch noch in der Gruppe. Mein letzter Eindruck ist sogar, dass die Gruppe wieder ein wenig kompakter zusammengekommen ist. Vor 2-3 Kilometern hatten wir die Situation, dass das ja ein bisschen sich gestreckt hatte in der absoluten Führungsposition. Das sieht jetzt wieder ein bisschen kompakter und enger aus. Links Wilson Kipsang, der größte, der längste unter den absoluten Topläufern immer noch. Ich muss mich korrigieren, Ralf. Ja. Sisai ist nicht mehr dabei. Der ist also tatsächlich rausgefallen, so wie wir das gesehen haben. Der konnte diesem Tempo nicht mehr standhalten. Jetzt sind im Grunde genommen die Kenianer unter sich. Ein Äthiopier ist noch dabei. Terfa Negari, der läuft noch hier in der Spitzengruppe mit. Und ansonsten alles aus der kenianischen Mannschaft. Terfa Negari ist der Mann mit der Nummer 8, den wir hier am Ende dieser Spitzengruppe noch wahrnehmen können. Immer noch die Tempoläufer, die Pacemaker in den schwarz-weißen Trikots vorneweg, die eine exzellente Arbeit hier leisten und ein gleichmäßig sehr, sehr hohes Tempo abliefern. Und das schon bis zur Halbdistanz, Halbmarathondistanz. Das ist wirklich eine brillante Vorstellung hier in der Spitzengruppe. Und es ist eben nicht das Ein- oder Zwei-Mann-Rennen, sondern es ist ein echtes Streiten um die ersten Plätze mit 6, 7 Athleten, die sich hier in der Top-Gruppe bewegen. Und das verspricht eine nicht nur spannende zweite Rennhälfte, sondern auch ein wirklich sich zuspitzendes Finale. Es sei denn, hier schafft noch einer aus dieser Gruppe heraus, sich zu lösen. Aber bei dem Tempo kaum vorstellbar, weil das ist schon so extrem hoch. Ich darf vielleicht auch noch auf einen Mann hinweisen, der ein Neuling ist. Marathon-Debüt, Wilfried Kirwan, der sehr zurückhaltend ist. Ein sehr schüchterner Mann, der auch nicht genau sagen wollte. Er sagte schon, er ist gut drauf, aber er läuft hier in der Spitzengruppe mit Weltrekordtempo mit. So, und dann sieht man auch, dass die breiten Berliner Straßen eng werden können. Das ist das Phänomen bei Kilometer 12 hier am Rondell, das wir angesprochen haben. Da hat man nicht die Gelegenheit, nach rechts und links zu schauen, sondern man muss schon schön aufpassen, dass man nicht dem Vordermann oder der Vorderfrau in die Hacken läuft. Florence Kiplagat immer noch in der Führungsposition bei den Frauen, schnell unterwegs. Florence Kiplagat immer noch hier begleitet von einer großen Gruppe Tempomacher und Freizeitathleten.
Da warten wir mal auf eine 20 Kilometer Bestzeit. Und das ist jetzt wiederum die Spitzengruppe. Tja, der Blick in die Gesichter. Die wirken noch relaxed in den Augen, in den Gesichtern. Kein Kampf zu erkennen, um hier an diesen absoluten Top-Leistungen dran zu bleiben. Bei den Männern, die wir Ihnen vorgestellt haben. Also, Wilson Kipsang hat sich jetzt doch deutlich in die zweite Reihe hier der Topläufer sortiert. Läuft da im Schatten der vor ihm Laufenden. Er hat sich hier in dieser Rolle, fühlt er sich offensichtlich wohl. Er will nicht mehr pushen, er will auch nicht auf die Tempomacher einwirken. Muss er auch gar nicht. Er ist 12 Sekunden schneller wie Weltrekordtempo. Da muss er gar nicht eingreifen. Wenn er denn tatsächlich Weltrekord im Kopf hat, läuft es im Moment. Ja, es läuft. Aber schon erstaunlich, wie groß die Gruppe hier. Immer noch 6 Athleten, die dieses Tempo, die sich entschlossen haben, auch den Mut haben, damit zu gehen. Wieder der Blick auf Eliud Kipchoge, der Mann, der er sieht entschlossen aus. Sehr, sehr entschlossenen und sehr, sehr starken Eindruck macht. Das kann natürlich innerhalb von wenigen Kilometern sich auch und völlig drehen. Kipsang, jetzt ganz rechts, der Mann, der große Mann. Ja, man sieht da dann doch kleine Unterschiede im Gesicht von der Anstrengung. Kipchoge, Kipsang. Sehr souverän. So, und sicher werden Sie sich zu Hause fragen, Mensch, wo habt ihr denn die deutschen Männer gelassen? Aber es gibt da im Weltbild offensichtlich ein kleines technisches Problem, dass wir die im Moment noch nicht einfangen können. Aber wir haben ja Jan Fitschen auf die Reise geschickt und der hat die deutschen Männer verfolgt. Hier sehen wir diese Gruppe um André Pollmecher, um Marcin Blasinski und Falk Schierpinski. Und Dietmar Teige hat jetzt, glaube ich, auch Jan Fitschen kurz mal an die Seite gerufen am Potsdamer Platz. Kommt nämlich jetzt gerade die Gruppe um die deutschen Läufer. Ja, Jan, wir hatten ein paar technische Probleme. Das heißt, die Gruppe um André Pollmecher konnten wir gar nicht verfolgen. Wie lief das Rennen für die deutsche Gruppe? Ja, war bisher wirklich super. Die haben eine sehr kompakte, sehr große Gruppe. Konnten sich da gegenseitig unterstützen. Also auch so den letzten Wind, den man noch ein bisschen spürt, sich gegenseitig abschirmen. Auch die Tempomacher haben einen guten Job gemacht. Sehr schön gleichmäßig. Bisher sieht es super aus. Bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Oft kommt es dann sehr plötzlich, dass so eine Gruppe tatsächlich auch auseinanderbricht. Aber bisher, auch der Steffen, der gleich zu uns kommt, hat einen super Job gemacht da vorne. Ja, wir können das Bild mal ganz kurz noch ein bisschen aufziehen. Wir sehen auch gerade, Jan, Sie sind mit dem Fahrrad unterwegs. Letztes Jahr selber noch auf der Strecke gewesen. Welche Rolle gefällt Ihnen besser? Die Laufende, ganz klar. Also das war schon ziemlich hart für mich, hier nur zuschauen zu dürfen. Ist ganz schön, wenn man zumindest ein bisschen was zu tun hat, aber es ist nicht das Gleiche. Alles klar, Jan auf das Fahrrad und dann natürlich gute Fahrt weiter. Ja, Gruß an die Jungs. Ja, Steffen Ulitzka bei mir. Noch ein kurzes Statement zu Jan oder worum ging's? Nee, alles gut. Ich kriege nur gleich ein T-Shirt, dass ich hier perfekt versorgt bin. Ja, ganz offiziell der Pacemaker für die deutsche Gruppe um André Pollmecher. Es war verabredet, dass sie bei Kilometer 21 aussteigen. Wie lief das Rennen für die Jungs bislang? Ja, bislang echt ganz gut. Wir haben es hingekriegt, auch immer wieder kleine Ansagen zu machen. So hier kann ein bisschen schneller und da ein bisschen rausnehmen. Und André hat sich auch gerade bedankt. Also allein, dass er noch reden kann, zeigt ja noch, dass er gut dabei ist. Jetzt ganz zum Schluss gab es noch eine brenzlige Situation. Bei Kilometer 20 hat er seine Flasche nicht gekriegt. Für mich ist es ja auch irgendwann anstrengend. Da muss ich nochmal zurücklaufen, die Flasche holen, wieder aufholen. Das tat weh, aber ja, das ist mein Job. Und die Gruppe ist größer geworden. Das könnte auch ein Vorteil sein für die zweite Hälfte, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben von vorne ein bisschen eingeholt. Was von hinten eventuell noch dazu kam, das hatte ich nicht im Blick, da ich mich ja immer vorne in der Gruppe aufgehalten habe. Ja, und dadurch, dass man einfach die Leute in der Gruppe hat, kann man sich natürlich lange verstecken. Ja, und wie Jan sagt, wir hoffen ja, dass wir möglichst lange zusammenbleiben, denn in der Gruppe geht es definitiv einfacher. Ja, das hoffen wir auch. Vielen, vielen Dank, Steffen Ulitzka. Dankeschön. Und wir schauen noch mal rüber zur Gruppe um Irina Mikitenko. Weiterhin sehr gut organisiert von Nils Bubel. Auch die läuft ein sehr, sehr gleichmäßiges Tempo. Die Zwischenzeit bei 20 Kilometer deutet auf
die Erreichung ihres Zieles hin, etwa eine Endzeit um 2 Stunden 24. Das hat sie sich vorgenommen, das geht sie hier an und das ist die Orientierung, die sie selbst sich gegeben hat in diesem sehr runden, sehr flüssigen Stil, den wir hier sehen von Irina Mikitenko. Die Gruppe ist ein bisschen kleiner geworden um sie herum, also so viele, die Anfragen gestellt haben für die ersten 10 Kilometer, Dieter, du hast es gesagt, das dünnt dann schon aus. Ja. Und zwar sehr schnell, ja. Weil 2,25 zu laufen unter 2,25, das ist schon deutsche Spitzenklasse bei den Männern. Und das zeigt auch mal, was die Irina leisten kann. Und insofern, das erübrigt sich dann von selbst, wer hier noch mitlaufen kann. Ja. Und um das nochmal zu sortieren, die drei Männer, die direkt um sie herumlaufen, sind ihre Tempobegleiter. Das sind die Leute, die von dem rührigen Renndirektor Marc Milde organisiert sind, um hier ein optimales Rennen für Irina Mikitenko zu garantieren. Vorne geht es weiter, brutal schnell zu und immer noch ist die Gruppe für uns erstaunlich und überraschend groß. Und es ist gut. Das ist gut so, das gibt hier ein richtig schönes Matchrace. Und wir sind da sehr gespannt, wann die taktischen Spiele anfangen. Wann geht da wirklich jemand auf noch höheres Risiko? Aber das kann ich mir kaum vorstellen, hier jetzt nochmal rauslaufen zu können. Sondern ich glaube, es wird eher so sein, dass der eine und der nächste dann hinten abreißen lassen muss, je weiter wir in die Strecke reinkommen. Ich glaube auch, dass es hier nicht darum geht, wegzulaufen, sondern bei dem Tempo wird sich die Spitze ausdünnen nach hinten. Das heißt, man wird die Rolle nicht mehr halten können. Und ich kann mir jetzt im Moment auch nicht vorstellen, dass hier eine große Attacke kommt. Die Attacken kommen dann vielleicht ab Kilometer 35, wenn ich tatsächlich entscheiden will. So, die führende Frau, Florence Kiplagat, ist bei Halbmarathon schon durch, ist ein wenig langsamer geworden, aber wirklich im marginalen Bereich langsamer geworden. Und da Irina Mikitenko so langsam auf Halbmarathon zustrebt, gehen wir noch mal runter zu Jens Jörg-Krieg. Wir sind hier in der Yorkstraße, war gerade, dass Edwin Kiboven, der Kenianer, seine Position nicht hatte. Und da haben die anderen Pacemaker ihn immer wieder ein bisschen eingenordet, haben gesagt, komm mal ein Stück zur Seite, denn die wollen ja auch einen guten Job machen. Und im letzten Jahr gab es eine kuriose Szene, die steigen jetzt dann irgendwann aus, auch Nils Bubel, der hier dabei ist. Und der hat sich dann abgeklatscht mit Alexander Mikitenko, da fiel der vom Fahrrad. Wir hoffen, dass das nicht passiert, aber dass sie am Ende auch froh sein können über ein gutes Pacemaking hier bei diesem Rennen. Jetzt ist wieder alles in Ordnung in der Gruppe. Die Diskussionen sind vorüber, aber es war ein bisschen Unruhe. Aber Irina Mikitenko hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Genau diesen Eindruck vermittelt sie uns jetzt hier auch durch die Kamera des Motorrads. Kollegen, der auch einen tollen Job da macht, um diese Bilder einzufangen. Unbeeindruckt, wirklich in ihrer Laufroutine das Rennen hier abspulend und an der Spitze der Männer kurze Orientierung hin zur Verpflegungsstation. Da hat man dann immer kurz den Eindruck, als würde die Gruppe gesprengt, aber das ist natürlich nur die Orientierung dann an den Straßenrand, um die Flasche zu greifen. Hier sehen wir das sehr schön, dass man auch wirklich sauber die Verpflegung bekommt, denn das kann jetzt schon rennentscheidend sein, ob man seine Verpflegung bekommt oder nicht. Ja, und das kann auch entscheidend sein, wenn man da den Anschluss verliert. So, Kilometer 25 ist absolviert. Hier sehen wir das, die Spitzengruppe weiterhin zusammen. Immer noch auf einem sehr, sehr schnellen Kurs unterwegs. Und dann schauen wir auf die Halbmarathonzeit von Irina Mikitenko. 1:12:24 und ich denke, Dietmar Teigl, da müsste auch der Alex sehr zufrieden sein. 1:12:24, Ralf, wenn ich das richtig verstanden habe, das gebe ich an Alexander Mikitenko weiter. Ja, Fazit bei der Halbmarathonstrecke, Alexander. Ja, war eigentlich gut, wie wir geplant haben. Also wir haben unsere geplante 72:30 anfangen und die ist 72:22:24 gelaufen. Ja, das sieht auch noch gut aus. Ja, und ja gut, aber Marathon fängt erstmal ab 30 Kilometer an. Da muss man auch damit rechnen. Ja.
Ja, das hat Irina uns im Vorfeld des Marathons gesagt. Die ersten 30, 35 Kilometer läuft sie gar nicht, läuft sie im Schlaf, sagt sie. Was ist das für ein Körperzustand? Eine Art Trance? Ja, das weiß ich nicht. Das muss man bei den Läufern so dann fragen. Aber das ist so ein Zustand, wo Irina dann versucht, praktisch abschalten vom Alles. Ja? Und laufen, nur nicht um Lauf denken, einfach laufen und gar nichts beobachten, gar nichts. Ja? Und hoffentlich klappt das auch. Ja? Sie hat ja ein großes Ziel. Sie will den Ü40-Weltrekord knacken. Was glauben Sie? Schafft sie es? Ich denke, wir schaffen. Ja. Ja, ich hoffe, dass sie es schafft. Ja. Alles klar. Sie wollen schnell weiter. Dürfen Sie auch. Schöne Grüße. Tschüss. Tja, die Wahrheit für Marathonläufer beginnt jetzt. So langsam. Beginnt so langsam. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Also bis jetzt... Sag mal, war das ein Kinderspiel, bis hier zu kommen? Das sind die Leute gewohnt, das sind sie im Training, das machen sie ständig, tägliche Routine. Das, was man nicht mehr beurteilen kann, ist alles, was nach 35 kommt. Und ich glaube, das ist sogar bei den Top-Athleten so, dass sie es tatsächlich nie selber vorher wissen, sondern es ist ein immer wieder neuer Versuch. Und vielleicht macht es ja auch den Reiz aus des Marathons, auch der vielen tausend Freizeitathleten, den Reiz aus, das auszuprobieren, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das, kann ich einen Rhythmus finden, dass ich rund durchkomme, ebenso wie unsere afrikanischen Läufer. Das ist schon ein tolles Bild, beeindruckend. Und wenn Sie mit Zeiten und diesen Zwischeninformationen nicht so viel anfangen können, das entwickelt sich hier ein ganz spannendes Rennen um den Sieg beim 40. Berlin-Marathon. Und bei den Frauen zeichnet sich eine Situation ab, dass Irina Mikitenko die Chance hat, auch in ihrem fortgeschrittenen Athletinnenalter noch auf das Siegerpodest zu laufen, also unter die ersten drei zu laufen. Im Moment ist sie auf Rang 4 unterwegs. Also insgesamt eine spannende Ausgangssituation. Knapp 16 Kilometer noch zu laufen bei den Männern in der absoluten Spitze. Dahinter die deutsche Gruppe mit Blasinski, mit Pollmecher und mit Falk Schierpinski, die auf einem guten Weg sind. Und vielleicht hätten wir dann ja nach einer traurigen Situation, nämlich kein deutscher Marathonläufer und keine deutsche Marathonläuferin bei den letzten Weltmeisterschaften, wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer in Richtung Europameisterschaften im kommenden Jahr. Ja, hier sehen wir ein paar Bilder vom Mini-Marathon. Auch den gab es gestern schon. Gehört Dieter schon längst zum Standardrepertoire einer großen Laufveranstaltung, dass man auch die Kleinsten und dann die Schüler mitnimmt in solche Veranstaltungen rein. Und es ist ja auch toll. Ich meine, das ist ein absolutes Erlebnis für die Kinder, für die Jugendlichen hier in Berlin mit Brandenburger Tor ins Ziel zu laufen. Es ist auch Motivation an Bewegung. Darum geht es ja. Nicht so sehr um Leistungssport, sondern Freude an der Bewegung, Freude am Laufen. Ein Mann im gelben Trikot, den möchte ich auch noch kurz erwähnen. Es ist Viktor Kipchirchir mit einer Bestzeit von 2:09. Turnt der jetzt auf Weltrekordkurs. Sehr mutig, muss ich sagen. Die Jagd nach den Topzeiten bei den Männern und in großem Tempo in Richtung Ziel. Zwei der ganz Großen im Rollstuhlsport. Heinz Frey vorneweg mit seinem Landsmann, mit Marcel Hug. Die beiden Schweizer sind die schnellsten auf den, naja, sagen wir mal, klassischen Rennrollstühlen unterwegs hier. Heinz Frey, Seriensieger bei Berlin-Marathon-Veranstaltungen und ein großer Botschafter des paralympischen Sports, vor allen Dingen, was halt die Marathonwettbewerbe angeht. Und immer wieder gern gesehener Gast. Jetzt hat er es wieder geschafft, hier zu gewinnen, vor Marcel Hug und dem Japaner Yamamoto. So, Marathon ist eine frühe Angelegenheit. Der frühe Vogel schafft den Startschuss, wenn Sie ein bisschen später gekommen sind. 10 Uhr zum Frühstück. Ein kurzes Update. Ein Telegramm von Martin Zimmermann.
8.45 Uhr war es heute Morgen. Unten im Tiergarten hatten sich 41.120 Läufer versammelt zu diesem 40. Berlin-Marathon. 42,195 Kilometer liegen zu diesem Zeitpunkt vor ihnen. Vom Start weg hatte sich gleich um die favorisierten Kenianer eine Spitzengruppe gebildet. Darunter alle die hier um den Sieg mitlaufen wollen. Wilson Kipsang, hinter ihm im hellblauen Trikot, das ist Geoffrey Kipsang, nicht verwandt, nicht verschwägert, und etwas verdeckt, ebenfalls in hellblau, Eliud Kipchoge. Ihre Durchgangszeiten zwischen 15 und 15 Kilometer, alle schneller als die Durchgangszeiten des Weltrekords. Irina Mikitenko, die mittlerweile 41-jährige, 2:19:19 ist ihre Bestzeit. Sie ohne Probleme, ganz anders als Florence Kiplagat aus Kenia, die führende im Moment. Aber ganz ohne Zwischenfälle geht es bei ihr auch nicht ab. Die Halbmarathonzeit mit allen Favoriten, mit den Kipsangs, mit Kipchoge, schneller als der Weltrekord. Aber der Marathon beginnt eigentlich erst jetzt. So, wir sind zurück und haben jetzt auch endlich mal ein Motorradbild. Die technischen Probleme sind behoben. Aus dieser schon häufiger benannten Gruppe der Deutschen, die wir hier sehen. In der zweiten Reihe mit der Sonnenbrille, das ist Falk Schierpinski. Dahinter leicht verdeckt André Pollmecher. Und links im weißen Trikot, das ist Marcin Blasinski. Also das sind die drei schnellsten Deutschen, die hier gut unterwegs sind und sich in Richtung 2 Stunden 13 orientieren. Das würde für alle drei persönliche Bestleistung bedeuten und für alle drei die Qualifikation für die Europameisterschaften im kommenden Jahr in Zürich. Und auch das, Dieter, ist ja eine Situation, die wir lange nicht mehr hatten, dass zu diesem Zeitpunkt des Rennens hier drei Mann zusammen sind und gemeinsam arbeiten und was erreichen wollen und was erreichen können und nicht einzeln irgendwo sich hier im Feld bewegen, sondern wirklich eine Gruppe gebildet haben mit den extra dafür bestellten Tempomachern und wieder ein Rennen angenommen haben im Marathonbereich, wo es ja in den letzten Jahren nicht allzu gut aussah. Ja, und wo es auch interessant wird, würde ich mal sagen, mit 2:13:00, da beginnt die Musik. Und schön ist es tatsächlich, dass die drei sich in einer Gruppe wiederfinden und dass sie versuchen, ja, gemeinsam ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber sie pushen sich gemeinsam und das ist wichtig, das Ergebnis zählt. Hier geht es am Ende natürlich schon auch darum, wer hat die Nase vorn, wer ist besser Deutscher, wer setzt sich hier durch. Aber genau das brauchen wir wieder. Wir brauchen Konkurrenz untereinander, konkurrenzbelebtes Geschäft und es sieht man, dass das hier auch funktionieren kann. Wir sind gut unterwegs, aber ja, Alexander Mikitenko, ich berufe mich jetzt auf einen Fachmann als Trainer, der sagt, ja, das fängt erst an und das gilt natürlich auch für diese Gruppe hier. Marathon fängt erst jetzt an. Sich in dieser Gruppe zu bewegen, natürlich eine bessere Situation als einzeln im Feld unterwegs zu sein, das gilt auch für die absoluten Top-Leute. Und immer noch sehen wir die Gruppe hier intakt beisammen. Ein Tempomacher ist ausgestiegen, aber dahinter sind immer noch Kipchoge ist dabei, Kipsang ist dabei, Geoffrey Kipsang ist dabei, Kirwa ist dabei, der Debütant, der Neuling, kein Marathon in den Beinen, immer noch dabei. Und Chirchir, 209 Marathonläufer, das ist die Spitzengruppe. Aber Kirwa, den bewegt es natürlich gleich in die neuen Sphären, jenseits von 30 Kilometern. Ja, und dann kommen die besonderen Erlebnisse. Ja, aber das ist jetzt Kaffeesatzlesen. Jetzt lassen wir das mal wirken hier auf uns, genau. Das ist absolut spitze. Sehr viele Menschen an der Strecke, gute Stimmung und natürlich bekommen auch die Zuschauer hier an der Strecke das mit, dass es hier sehr, sehr schnell zugeht in der Spitzengruppe der Männer. Und dann gibt es großen Applaus, wenn die deutsche Gruppe vorbeistürmt, genauso wie bei den Frauen. Irina Mikitenko immer noch auf Position 4.
Ja, und die Spitzengruppe ist tatsächlich übersichtlicher geworden. Und das werden wir jetzt natürlich die nächsten 4-5 Kilometer sicherlich noch ein bisschen mehr erleben, dass der ein oder andere vielleicht hier dann noch Probleme hat, diesem Tempo Schritt zu halten. Und man darf mal gespannt sein. Ich bin gespannt, wann Wilson Kipsang vielleicht sogar einen Vorstoß wagt. Kipchoge entschlossen, ruhig. Das sieht schon toll aus, was die drei Tops hier jetzt zeigen. Natürlich auch die Debütanten und die Victor Kipchirchir, der 209, der also quasi hier in einer anderen Welt läuft. Also bei den Männern ein absolutes Sensationsrennen bis zu diesem Zeitpunkt. Bei den Frauen etwas einfacher zu sortieren. Florence Kiplagat weiter vorne. Die Zweitplatzierte hängt hier in dieser Gruppe etwas hinten dran, aber noch mit gutem Kontakt. Sharon Scherop, die etwas rechts hinten in einem gelben Oberteil unterwegs ist, aber die in der Gruppe der Männer nicht so gut auszumachen ist. Dann Isabella Andersson, die Schwedin, die zwischen den Gruppen der Führenden hier und der von Irina Mikitenko alleine unterwegs ist. Und wir haben es gesagt, Irina Mikitenko hier die Gruppe, angeführt von Nils Bubel, dem Tempomacher, ist sehr gut unterwegs. Ziel unter 2 Stunden 25, sind voll im Plan. Und Irina liebt es ja, sogar etwas schneller die zweite Hälfte zu laufen als die erste Hälfte. Auch das simuliert sie gerne im Training. Der Blick zurück zu den deutschen Männern. Nochmal zum Sortieren. Vorne die Pacemaker in Gelb. Das sind die persönlichen Pacemaker von André Pollmecher, die er aus seinem Club aus Düsseldorf mitgebracht hat hierher. Die werden auch von seinem Club selbst bezahlt. Rechts daneben in dem weißen Oberteil mit den schwarzen Applikationen, das ist Marcin Wasinski. Und dahinter im blauen Dress, das war Falk Schipinski. Der Blick nach vorne, Florence Kiplagat hat ein wenig die ganz, ganz große Pace verloren. Es läuft im Moment so etwa auf 2 Stunden 20 hinaus für Kiplagat und Scherop. Die zweite Kenianerin auch hier in dieser Gruppe, aber am Ende dieser Gruppe unterwegs. So, seit einigen Jahren mal wieder wirklich ein sehr, sehr dichtes Feld in der Spitzengruppe bei den Männern. Mal so als Orientierung vorne, die Top-Leute sehen wir hier immer noch eine starke Gruppe bei diesem exzeptionell schnellen Tempo. Und als Einordnung, die Deutschen Pollmecher, Blasinski und Schierpinski sind etwa auf den Positionen 20 bis 25 unterwegs. Also das ist eine enorme Dichte auch in einer breiten Spitze, die wir hier sehen. Und jetzt kommt es natürlich auch darauf an in der Spitzengruppe, wie lang kann der Tempomacher dieses Tempo halten? Wie lang hält er es hoch? Ab wann ist die Spitzengruppe allein? Und wenn sie natürlich allein sind, dann sortiert sich das auch neu, denn dann ist natürlich die Frage, wer übernimmt die Verantwortung, sage ich jetzt mal. Oder ist es dann so, dass es dann ein taktisches Rennen wird, dann kann es auch ein bisschen langsamer werden in den Zwischenzeiten. Aber es ist ja wirklich ein Matchrace auf ganz, ganz hohem Niveau. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause, aber für mich ist Wilson Kipsang schon ein Phänomen, wie ruhig er bei diesen Durchgangszeiten hier läuft. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, was passiert, wenn der Tempo mal herausgeht. So, es sind immer noch über 10 Kilometer zu laufen. Noch ist keine Entscheidung abzusehen. Die Entscheidung bei den Handbikern haben wir Ihnen vermittelt. Jetzt wollen wir auch noch den Sieger hören. Bei Alex Bommes, bitte.
Ja, den wollen wir hören, den wollen wir sehen. Und eine Medaille liegt auch schon da. Vico Merklein, herzlichen Glückwunsch. Schon besonders in Berlin gerade zu gewinnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist das größte Rennen. Das ist das Event mit den meisten Zuschauern. Ja. Also wenn du hier reinkommst durchs Brandenburger Tor, also die letzten 200 Meter tun nicht weh. Ja. Also das kann ich dir sagen, das spürst du nicht mehr. Ja, und man hört es ja auch ein bisschen, Sie haben ja auch durchaus eine Verbindung zu Berlin, ne, die ein bisschen länger zurückgeht. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja geboren hier in Berlin, bin 5 Jahre hier aufgewachsen und dann irgendwann mal nach der Wende halt abgehauen oder besser gesagt vor der Wende noch abgehauen. Und aber ich komme immer wieder in die Stadt halt gerne und verteidige sie immer noch. Weil sie auch häufig gewinnen. Ne? Vor ein paar Jahren war es bei dickem Regenfall, da war es eher eine Kanufahrt. Heute natürlich bei so einem Traumwetter. Sind Sie rundum zufrieden, auch mit der Renneinteilung? Für einen Rekord hätte man wahrscheinlich sich ein bisschen zusammentun müssen, oder? Ja, für einen Rekord muss man sich ein kleines bisschen absprechen. Also ein Sieger, der wird nie abgesprochen, aber man muss sich mit 3-4 Leuten absprechen, dass man halt doch auf Tempo fährt. Und wenn man aber am Anfang nicht wegkommt von der Gruppe, dann fahren nicht 4 Leute das Tempo. Und 20 Stück sitzen hinten drin und warten auf den Sprint, ja, weil die 4 wissen dann genau, dass sie nicht gewinnen. Ja. Und dementsprechend war es halt extrem Taktik, das Rennen. Und ich habe dann halt einfach auch nicht ganz so viel trainiert gehabt nach der WM. Dementsprechend war ich selber leistungsmäßig nicht ganz so gut, aber ich habe gewusst, also im Sprint bin ich nicht schlecht. Ja. Also ich meine, das hat man heute auch wieder gesehen. Aber ich muss halt die Intervalle, also quasi nach der Kurve raus beschleunigen, musste ich mir auch ein bisschen einteilen. Nicht, dass ich am Schluss keine Körner mehr habe. Ja. Dementsprechend ging es dann halt doch ganz gut. Was die WM angeht, müssen wir vielleicht mal dazu sagen, 2-mal Vize-Weltmeister, da ist man als 2. Platz dann immer enttäuscht. Aber wir fanden es schon klasse. Ich glaube, mittlerweile finden sie es auch besser. Wie war kurz zum Abschluss die Unterstützung an der Strecke? Ist es so emotional wie eh und je? Die Bilder sind immer überwältigend. Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, das ist eine Hauptstadt. Ich meine, hier kommen so viele Menschen her, ja, und stehen an der Strecke. Die Zuschauer, die verstehen wahrscheinlich auch gar nicht, warum wir eigentlich so schnell sind, ja. Also ich sehe immer wieder verdutzte Gesichter oder die Leute, die noch kurz vor uns die Straße überqueren, die dann merken, oh, jetzt aber schnell, ja, weil die sind doch so schnell, das glaubt man gar nicht. Ich meine, wir sind so flach am Boden und wenn wir da angeflitzt kommen, ja, dann denken die erst so von wegen, ah ja, die fahren da so 20 oder so, aber dass wir knappe 50 auf der Uhr haben, das kapieren die nicht, ja. Ich meine, wenn man einen normalen Fahrradfahrer normalerweise in der Stadt fahren sieht, dann denkt man auch nicht, dass er mit 50 unterwegs ist, ja. Und dementsprechend reagieren die erstens mal ein bisschen gemach, aber dann irgendwann merken sie, oh, jetzt wird's aber knapp, ja. Und dann sprinten sie halt doch mal und dann klappt es eigentlich. Für ein ruhiges Handyfoto auf jeden Fall definitiv zu schnell. Herr Merklein, schönen Dank, genießen Sie den Tag und herzlichen Glückwunsch. Ralf, bitte. Es ist Bewegung reingekommen in die Spitzengruppe der Männer. Kipsang ist vorne und das gleich in zweifacher Ausfertigung. Aber in der Mitte, Wilson Kipsang im orange-roten Oberteil, der hat einen kleinen, sagen wir mal, Akzent gesetzt und in kürzester Zeit hier die Spitzengruppe auseinandergerissen. Nur die beiden Buddies, die beiden Freunde können folgen. Geoffrey Kipsang links. Und rechts Eliud Kipchoge, die versuchen sich jetzt daran zu beißen, an der Schulter praktisch festzuhaken von Wilson Kipsang. Der Mann, der, Dieter, du hast es gesagt, im letzten Jahr bei den Olympischen Spielen Lehrgeld zahlen musste, wurde Dritter, obwohl er auch da den ersten Akzent gesetzt hat, so wie er das jetzt hier tut. Und auch weggelaufen ist, war eigentlich weg und alles hat schon gesagt, wunderbar, der Weltschnellste läuft weg, der wird es. Und dann hat er es eben nicht geschafft, wurde Dritter, ist dramatisch eingebrochen. Aber eben, ich glaube, dass er das vielleicht hier auch im Hinterkopf hat, was er hier mit diesen zwei Mitläufern jetzt noch anstellen soll. Es geht noch 10 Kilometer, ein weiter Weg. Und jetzt wird es spannend, würde ich sagen. Jetzt beginnt tatsächlich das Rennen. Das ist der Punkt, wo zu Hause seine Kinder und seine Frau Doreen natürlich genau hinschauen. Das Rennen wird auch in Kenia natürlich live verfolgt. Und die jetzt wissen, jetzt kommt die Zeit von unserem Vater, von meinem Mann, der in diesem Jahr konservativer vorgegangen ist, nicht so viele Rennen bestritten hat und sich wirklich fokussiert hat hier auf dieses Ding in Berlin. Auch das darf man mal sagen, denn afrikanischen Läufern unterstellt man immer, dass man sehr viele Rennen läuft, dass sie sich überracen sozusagen. Aber wenn man dann die Elite anschaut, da sieht man dann schon einen ganz vernünftigen Saisonaufbau. Links die Jagd
Und das Rennen um den Sieg und rechts, da beginnt schon die große Laufparty. Wir sind wieder in der deutschen Gruppe. André Pollmacher links greift nach der Flasche. Er macht hier in dieser Gruppe für mich einen exzellenten Eindruck. Aber wir sind ja weit weg, denn Jan Fitschen, der ist dabei gewesen bei dieser Gruppe. Und Jan, wie entwickelt sich das jetzt hier? André Pollmacher vorne weg in dieser Gruppe, Marcin Blasinski hinterher. Falk Schierpinski kann ich jetzt hier gerade nicht mehr ausmachen. Ja, der ist so ein bisschen zurückgefallen hinter diese Gruppe zurück. Ja, beim letzten Zwischenstand, da waren sie alle noch zusammen. Dann musste ich richtig Gas geben, damit ich hier bei Kilometer 28 an der Strecke stehe. Jetzt sind die Jungs doch schon wieder vorbeigerannt. Das geht alles so schnell hier, das ist einfach irre. Bisher konnten sie sich gut abwechseln, aber es ist ganz klar, jetzt wird es richtig hart. Jetzt geht es richtig zur Sache und dann fällt natürlich dann doch später, früher oder später der ein oder andere aus der Gruppe zurück. Ja, wir sehen dann, wie es weitergeht. Ist auf jeden Fall richtig, richtig spannend wieder in dem Team auch. André Pollmacher macht auf mich einen wirklich exzellenten Eindruck. Wir haben es gesagt, er hat seine eigenen Tempomacher dabei, die auch ein bisschen diese Gruppe organisieren. Der Marcin hat sich dazu sortiert, hält noch Anschluss. Haben wir das richtig gesehen, dass Falk Schierpinski da rausgefallen ist aus der Gruppe? Also ich habe es jetzt selber ehrlich gesagt auch gar nicht gesehen, weil ich dann zwischendurch eben Gas geben musste, dass ich hier hinkomme. Mein letzter Stand war auch, Falk war noch dabei. Da wisst ihr jetzt dann wohl mehr als ich. Ich muss jetzt auch zusehen, dass ich ganz schnell wieder herkomme und hinterherkomme mit meinem Rad. Denn bei dem Tempo, das ist wirklich schwierig, da mitzuhalten. Gut, vielen Dank dann, Jan. Und auf den Sattel und hinterher. Wenn das so weitergeht, dann genau. Können wir uns auch auf ein sehr starkes Ergebnis der deutschen Männer freuen. Vielleicht auf eine kleine Ergänzung zu Falk Schierpinski, der... Ich habe jetzt die Tabelle vor mir, deswegen kann ich das so sagen. 10 Sekunden zurückliegt bei Kilometer 30. Also das heißt, er hat ein bisschen den Anschluss verloren. Auch das nochmal zum Verdeutlichen. Wenn ein Läufer aus so einer Gruppe rausfällt und dann sozusagen, man sieht es bei Marcin jetzt, der ja den Probleme hat, hier den Anschluss zu halten. Wenn er dann den Kontakt verloren hat, ist es ganz schwierig, wieder ins Rennen zurückzukommen. Marcin kämpft, er ist hier, er hält sich hier noch an der Spur bei André Pollmacher. Und wenn wir auf André Pollmacher schauen, in Gelb, der Mann, der hier so leicht versetzt hinter den beiden Tempoläufern läuft. Wenn wir ihn ins Gesicht schauen, ein sehr kontrollierter Athlet, der diese Rennen zigmal durchplant. In seinem Kopf eine klare Vorstellung hat, manchmal eine zu klare Vorstellung. Da darf halt keine Abweichung sein, aber Dieter, der macht hier, wenn ich ihm ins Gesicht schaue, einen wirklich brillanten Eindruck zu diesem Zeitpunkt des Rennens. Es kommen ihm jetzt auch der ein oder andere Athlet entgegen. Natürlich eine tolle Situation, wenn du merkst, du bist gut unterwegs. Da kommen dir Leute entgegen, die höher eingeschätzt worden sind, wie hier der Japaner, den wir da rechts am Bildrand sehen. Und Falk Schierpinski konnte hier nicht mehr mithalten in der Gruppe, weil das Tempo weiterhin hoch ist von André Pollmacher. Er sieht entschlossen aus. Punkt. Er will was wissen. André ist ein Mann, der natürlich sehr akribisch sich vorbereitet. Alles in allem. Aber heute zeigt er einfach, dass er das bis jetzt alles richtig gemacht hat. Hat ja seinen Lebensmittelpunkt verändert nach Düsseldorf hin. Wir haben das eben angesprochen. Dort hat er im Marathonclub eine neue Heimat gefunden. Auch eine tatsächliche neue Lebensheimat, einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden in und um Düsseldorf herum. Und vielleicht war das ein entscheidender Schritt hin wieder zum Marathon. Irina Mikitenko, Vorsicht da bei der engen Kurve am Wilden Eber. Aber auch sie ist immer noch im Plan, auf ihrem Kurs, hat das, was sie sich vorgenommen hat, auf dem Schuh. Und dann fragen wir mal, wie es in der unmittelbaren Beobachtung aussieht bei Jens Öcklin. Ja, es gab gerade noch einen kleinen Drink für Irina, Wasser natürlich. Und ganz spannend zu sehen, wenn Sie heute Morgen aufgestanden sind, um Ihr Programm, die ARD, anzuschalten, haben Sie vielleicht die Vorhänge aufgezogen. Irina hat gerade was anderes gemacht. Die Vorhänge zu, das war das Zeichen, das hieß für Nils Bubel und für Kibboven, den Kenianer, bitte ein bisschen mehr vor mir laufen, bitte ein bisschen mehr Windschutz, denn eigentlich sind es jetzt nur noch die zwei. Sie hatte 4 Pacemaker, die sich um sie gekümmert haben. Der Südtiroler Eichmüller ist schon ein Stück zurück, aber ansonsten Alexander immer noch ohne irgendwelche Hinweise an sie und bei Kilometer 30 sagt sie, mache ich sowieso mein Ding, egal was Alex sagt, da gebe ich Gas.
Ja, es scheint ganz schön zuzugehen in der Ehe von Niki Denkos. Ja, das ist eine lebhafte Läuferbeziehung, ja. Oder? Ja. Aber auch interessant, weil ab jetzt kommt auch die Irina in den Bereich ab 28 rum, geht's in den Gegenwind und deswegen auch die Signale zu ihren Tempomachern, schirmt mich hier vorne ab, soweit es denn geht. Es ist nicht gleichzusetzen wie beim Radfahren, Windschattenfahren. Es macht beim Laufen nicht so viel aus wie beim Radfahren, aber es hilft natürlich auch psychologisch, wenn man einen direkt vor einem Laufen hat. Und das hat die Irina Mikitenko, die vier Mann, die sie ja praktisch hier wie einen kleinen Schutzwall umgeben und ihr ermöglichen, trotzdem freien Blick auf die Straße zu haben. Das hat sie gerne, dass sie da durchschauen kann und nicht so direkt nur den Rücken ihrer Tempomacher sieht. Aber deutlich die Orientierung jetzt stärker vor ihr laufend. Das, was Jens Jörg beschrieben hat. Die Ansage, jetzt Wind rausnehmen und die Bedingungen so gut wie möglich halten für Irina Mikitenko. Wir schauen immer mal wieder auf die Zeitabstände, denn Irina ist ein bisschen näher rangekommen an die vor ihr laufende Schwedin. Bei den Männern unverändert das Trio vorneweg. Vorne rechts Wilson, dazu Eliud Kipchoge mit der Startnummer 3 und links Geoffrey Kipsang. Die drei stürmen hier auf das Ziel zu und das wird das erhoffte, spannende Finish bei den Männern. Weltrekordtempo ein bisschen verloren gegangen, aus dem Visier gekommen, aber wir haben vorher viel diskutiert, Dieter. Das muss ja auch ein herausragender Moment und eine ganz spezielle Situation bleiben. Ein Weltrekord ist keine Alltagsware. Nein, also wir reden ja dann immer Weltrekord, jetzt sind sie auf Weltrekordtempo. Das ist ja absolut outstanding und auch diese drei Jungs sind ja immer noch unheimlich schnell unterwegs und natürlich ist der Weltrekord machbar, auch für die drei machbar, aber jetzt passiert ja etwas ganz anderes. Jetzt passiert ja, die schauen sich ja jetzt an, was macht der andere und wie atmet der, was gibt der mir für Körpersignale und hier geht es in erster Linie um den Sieg. Hier alle drei wollen gewinnen, alle drei wägen jetzt ab, was mache ich als Nächster und da spielt jetzt mal der Weltrekord eine ganz untergeordnete Runde. Für diese drei zählt hier, dass sie gewinnen wollen. Und ist das wieder ein ganz zarter Akzent, den hier Wilson Kipsang setzt, um die anderen mal anzutesten? Ich sage jetzt mal, sehr schwierig von uns aus der Position, wo wir sitzen, das zu beurteilen. Ob das schneller ist, ob das langsamer ist. Ich sage nur, die drei werden sich noch lange beäugen und beharken. So, wir sind an der Gedächtniskirche. Ich will gleich, Dieter, von dir einen Tipp haben, was die ersten drei angeht, aber du kannst noch eine Sekunde überlegen, denn wir wollen jetzt mal zu dem Mann runtergeben, der im Rollstuhl lange Jahre dieses Rennen hier dominiert hat. Da schau mal, das ist doch der Move von Wilson Kipsang, aber an der Verpflegungsstelle kommen wir gleich wieder zurück bei Kilometer 35 und gehen jetzt zu Alex Bommes und dem Sieger der Rollstuhlfahrer. Ja, und wenn bei diesem Berlin-Marathon der In-Song, die Hymne Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge kommt, ganz laut, dann hat Heinz Frey mal wieder gewonnen, zum 20. Mal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen herzlichen Dank. Wird nicht ein bisschen langweilig langsam? Nein, es ist ja eine wunderbare Geschichte mit diesen Zahlenspielereien. 40. Berlin-Marathon zum 20. Mal gewonnen. In einem Zeitpunkt, ich mit 55, wo ich ja damit rechnen musste, dass mit dieser Zeit davonläuft. Da sind Sie eigentlich aus dem Gröbsten raus, ne? Ja, genau. Ist es für Sie, ich meine, das ist jetzt nicht im Vorbeigehen gewesen, ist jedes Mal wieder eine große Leistung, aber ist es für Sie trotzdem was, wo Sie hinfahren und genau wissen, in ein paar Stunden stehe ich hier wieder und freue mich über einen schönen Nachmittag? Ja,
immer weniger, sage ich mal. Es gab Zeiten, da konnte ich fast damit rechnen. Heute ist wirklich fast eine Sensation, wenn ich den Weltmeister schlagen konnte. Der Marcel Hug wurde gerade 5-mal Weltmeister diesen Sommer in Leichtathletik. Ich weiß, dass ich noch Qualitäten habe auf dieser Marathondistanz. Aber ich habe schon gedacht zum Schluss, ja, es muss leichtes Spiel sein für ihn, halb so alt wie ich, mich da in die Schranken zu weisen. Und umso überraschter bin ich, dass ich diesen Endspurt sogar gegen diesen Weltmeister gewinnen konnte. Also das ist schon eher außergewöhnlich. Ja, heute war wieder richtig stark. Bleiben Sie noch einen Moment in Berlin denn? Oder wie schaut es aus mit der weiteren Planung für heute Morgen oder die Woche? Ja, wir haben einen schönen Empfang heute in der Schweizer Botschaft. Und dann geht es morgen aber zurück und zur Arbeit und in 14 Tagen dann in Chicago am Marathon und dann noch einen in Japan Ende Saison. Und dann ist dann für dieses Jahr Schluss. Aber ich komme, glaube ich, mal wieder. Und im kommenden Jahr, da sitzen wir wieder und hören Heidi. Dankeschön. Okay. Alles Gute. Vielen Dank. Genießt. Wunderbar. Danke. Also eins ist klar, es gibt eine kenianische Hymne für den Sieger der 40. Auflage des Berlin-Marathon. Aber für wen wird sie gespielt? Kipsang hat tatsächlich diesen Akzent gesetzt aus der Verpflegungsstelle heraus. Aber, es ist ein Vorstoß. Es ist Kipchoge immer noch mit dabei. Er ist zwar jetzt hat sich eine Lücke aufgetan, aber für mich wirkt er auch noch entschlossen, der an zweiter Stelle laufend Elliot Kipchoge. Und insofern würde ich sagen, das ist noch keine Entscheidung, Ralf. Es wird natürlich auch bei uns auf sportshow.de philosophiert, ist der Weltrekord noch drin, ist er nicht drin? Der Mann ist jetzt erstmal alleine vorne. Das ist eine schwierige Situation. Er läuft gegen den doch relativ böigen Wind an. Es ist schwer zu sagen. Es bleibt ein Spannungselement, auf jeden Fall. Er ist nicht weit davon entfernt von der Topzeit. Und was du gesagt hast, auch der Elliot ist nicht weit entfernt. Eine kleine Schwäche vorne bei Wilson Kipsang. Und Elliot Kipchoge ist da. Ich bin der festen Überzeugung, er wird auflaufen. Denn Wilson testet hier natürlich, komme ich weg, komme ich nicht weg. Und wenn er natürlich ihn hinten spürt, dann lässt er ihn wieder ranlaufen. Ich bin der festen Überzeugung, die zwei werden sich nochmal finden. Geoffrey Kipsang, haben wir gesehen, der macht auf uns jetzt einen etwas schwächeren Eindruck. Aber was reden wir von schwächer? Er kann das ganz hohe Tempo nicht 100% also, mitgehen. Mal die Schwäche in Zahlen zu sagen, wir reden von einer prognostizierten Zeit von rund um 2,04. Ja. Und das ist natürlich nicht schwach, sondern das ist absolute Weltklasse. Und jetzt passiert das. Wilson hat mal getestet, komme ich weg, komme ich nicht weg. Jetzt merkt er, nein, wird doch nichts. Und ich würde mal sogar sagen, für Elliot Kipchoge ist es ja auch ein kleiner Aufbau, psychologisch. Ich bin wieder dran, ich bin hier beim Mann, beim vermeintlichen Favorit. Ja, und ob Weltrekord drin ist, ganz ehrlich, es ist mir eigentlich im Moment egal. Ich fasziniere mich hier an diesen zwei Männern, die hier wahnsinniges Niveau zeigen. Schauen Sie mal hin, Kipsang vorne. Mit den relativ flach schwingenden Armen, elegant laufend. Dahinter Elliot Kipchoge im Stile eines Bahnläufers, arbeitet da mit den Armen schön hin zu den Schultern. Entschlossener Blick, der heftet sich auch mit seinen Blicken an den Rücken und an die Fersen von Wilson Kipsang, der jetzt hier versucht, vorne ein bisschen Boden gut zu machen. Natürlich kein Blick zurück. Aber der hört ja das Trappen hinter ihm. Der hört es. Er spürt denn. Man spürt es im Rennen, wie weit die Abstände sind. Und ich würde jetzt mal auch, alles, was wir jetzt hier machen, ist natürlich ein bisschen vage. Und auch, ich sage immer Kaffeesatz lesen, aber das mache ich so gerne, weil man kann hier spekulieren. Für meine Begriffe hat jetzt Wilson Kipsang, geht hier schon ans Limit. Er sieht nämlich nicht mehr so entspannt aus wie ein lockerer Dauerlauf. Er testet hier tatsächlich. Ist es die Grenze, kann ich weglaufen? Und Elliot Kipchoge kann hier ganz gelassen abwarten, was hier passiert. Er ist in einer tollen Position im Moment. Der Zweite an zweiter Stelle laufen. Ganz kurz hat sich da Wilson Kipsang ein bisschen, naja, sagen wir mal, verlaufen. Ganz rechts rüber gelaufen, aber der nächste Knick geht jetzt aus der Laufrichtung gesehen nach links weg. Und da hat dann Elliot Kipchoge wieder so 2-3 Meter gut gemacht, weil er den direkteren Weg auf die Kurve zugelaufen ist. Also wirklich eine spannende Phase des Rennens hier. Und so nebenbei geht es ja auch um die Kleinigkeit von 40.000 Euro Preisgeld für den Ersten. Also das ist auch ein extremer Anreiz. Der Zweite bekommt die Hälfte. Wobei, natürlich wissen das die Läufer. Die wissen das einen Tag vorher, die wissen das vielleicht dann auch noch am Start selber, aber
Ich bin der Überzeugung, jetzt im Moment denkt hier keiner an einen Euro, sondern jetzt geht es tatsächlich darum, gewinne ich oder gewinne ich nicht. Und das ist das Spannende hier. Ja. Auf sportshow.de kam eben die Frage, wie rechnet ihr das eigentlich hoch mit dem Weltrekord? Wir orientieren uns an den Zwischenzeiten, die Patrick Macao bei seinem Weltrekord hatte. Also nicht etwa eine gedachte gleichmäßige Zeit hin zu dieser Weltbestmarke, sondern an den Zwischenzeiten, die Macao, der hier den Weltrekord aufgestellt hat, auf den Straßen Berlins bei seinem Rennen absolviert hat. Aber das ist jetzt hier die Situation. Mann gegen Mann. Kipchoge hier in Blau mit der Startnummer 3 und vorne Kipsang, der Mann, der die Führung innehat. Und ich habe den Eindruck, der Wilson Kipsang, der, ja, der wehrt sich gegen die Aufholjagd. Der will jetzt hier alleine bleiben. Ich habe den Eindruck, er arbeitet tatsächlich daran, dass er eine Soloflucht macht. Und dieser Mann hier, er versucht es natürlich zu verhindern. Eliud Kipchoge. 5000 Meter in 12,45 gelaufen. 10.000 Meter unter 27. Und Marathon in, ja, wenn er im Ziel ist, in einer fantastischen Zeit rund um 2,04 oder schneller. Ja, die Distanz wird doch größer. Wilson Kipsang macht Druck und setzt sich noch weiter von seinem Verfolger ab. Das ist jetzt schon ganz schön viel Asphalt, den er da zwischen sich und den zweiten Mann legen konnte. Schauen Sie mal diesen raumgreifenden Schritt da. Toll, leichter Kontakt nur auf dem Boden. Für mich faszinierend, nach dieser Distanz so laufen zu können. Ist ein absoluter, ja, ein absoluter Sonderfall, Topmann. Wobei, lassen Sie sich nicht täuschen, er strengt sich an. Der strengt sich absolut an. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht bei den afrikanischen Läufern. Und dann wechseln wir noch mal kurz die Spielfläche rüber zu den Frauen. Denn auch da gibt es eine gute Entwicklung bei Irina Mikitenko. Auch wenn sie im Gesicht jetzt kämpft und angestrengt wirkt. Sie hat sich nach vorne gearbeitet, denn vor ihr die Schwedin, die wir leider nie sehen konnten, ist raus aus dem Rennen. Das heißt, Irina Mikitenko im Moment auf Rang 3, ist aber relativ deutlich hinter den beiden Spitzenläuferinnen mit 3 Minuten Abstand, muss sich aber einer weiteren Kenianerin direkt in ihrer Gruppe erwehren, Jens-Jörg Krieg. Als Orientierung, welchen Eindruck macht die Gruppe jetzt da, dieses kleine, geschlossene Paket um Irina Mikitenko herum? Ja, Nils Bubel, das ist der Manager dieser Gruppe, der organisiert immer und zeigt an. Und ein bisschen Profit davon kann Hella Kiprop ziehen. Die läuft heute ihr Debüt in diesem Marathonfeld und ist als Vierte jetzt mit dabei um Irina Mikitenko herum. Das heißt, ein Pacemaker ist weg von ihr. Es sind noch 3 dabei. Und jetzt wird auch langsam die Phase kommen, wo auch die sich verabschieden werden. Nils Bubel hat gesagt, vielleicht bis 35 Kilometer, wenn ich mich gut fühle, mache ich weiter. Und ganz spannend, Irina hat mit den Jungs selber gar nicht geredet. Das organisiert alles Alexander. Und dann gibt es gar keine direkte persönliche Beziehung, obwohl man so ein schwieriges Unterfangen hat. Das ist bei André Pollmecher anders. Der hat seine Trainingsgruppe dabei. Das sind die Profis, die sozusagen nur einen Job machen, in Anführungsstrichen. Und den machen sie sehr gut. Vielen Dank für die Beobachtungen da unmittelbar bei Irina Mikitenko. Es geht auf den Potsdamer Platz zu, hier einmal von oben. Das ist die Phase, wo es geradeaus Richtung Osten geht und geradeaus rein in den Gegenwind. Alleine jetzt Wilson Kipsang in der Führungsposition, unverändert. Er hat sich abgesetzt, ist weg von seinem unmittelbaren Verfolger Eliud Kipchoge. Und jetzt natürlich auch psychologisch das Auto dazwischen. Also für Eliud Kipchoge, er kann jetzt den führenden Läufer gar nicht mehr sehen. Insofern ist es jetzt für den Zweitlaufenden schwierig. Und Sie sehen, er hat sich auf Kurs gebracht. Er hat diese Tempoverschärfung auch gewählt, um wieder auf Weltrekord zu kommen, genau bei Null. Aber lassen wir noch ganz kurz einen Satz zu André Pollmecher sagen, der immer noch auf Kurs von 2 Stunden 13 ist, 2:13.05, Falk Czerpinski ein bisschen zurückgefallen, ist auf Kurs rund um 2:14, das deutet schon darauf hin, dass er noch ein bisschen langsamer wird. Und Marcin Blasinski, unser eingebürgerter Mann aus Polen,
für Eintracht Frankfurt startet, ist auf Kurs 2:14:30. Nur das zur Vervollständigung für die deutschen Daten, für die deutschen Läufer. Nochmal der Blick ins Gesicht von Eliud Kipchoge. Es bleibt dabei, der arbeitet, der versucht hier mit seinem kraftvollen Laufstil dran zu bleiben. Er weiß, er ist sehr gut unterwegs. Auch wenn er vielleicht den Mann hier vorne, der mit diesem leichtfüßigen, langen Schritt enteilt ist, nicht stellen kann, wird es doch eine überragende Zeit werden. Und wenn es glatt zu Ende geht für den Zweiten, auch eine Bestzeit, eine persönliche. Eine deutliche Bestzeit, über 1,30 Verbesserung. Er hat im Moment stehen eine 2:05:30 Hamburg gewonnen in diesem Jahr. Und das wäre natürlich ein Wahnsinnsschritt, wenn der rund um 2:04 blank reinläuft. Aber Wilson Kipsang hier, ja, auf dem Weg zum Weltrekord, muss ich schon fragen, denn jetzt ist es nicht mehr weit und er sieht richtig gut aus. Wir schauen noch mal rüber zu Irina Mikitenko. Wir haben es gesagt, sie hat sich im Positionskampf im Feld verbessert auf Rang 3, aber hinter ihr, da in diesem gelb-bunt gemusterten Trikot, das ist die vierte. Das ist Hela Kiprop, die sich ebenfalls in dieser Gruppe hier sehr wohl fühlt, logischerweise, die toll organisiert wird von Nils Bubel und den anderen Tempomachern. Musste auch sehr wenig machen. Und sie hat jetzt auch mal schon geschaut, wo ist sie denn? Läuft sie, ist sie direkt da? Und jetzt auch hier die Konstellation, Tempomacher weg, wir müssen uns vorstellen, die zwei Damen laufen gegeneinander und so denken auch die zwei Damen. Die schauen gar nicht mehr, ob da Nils Bubels da vorne läuft oder nicht. Jetzt geht es langsam in die Phase Frau gegen Frau. Kilometer 35, hat Irina gesagt, ist die Zeit zum Aufwachen. Dann hören wir mal, was da in ihrem Kopf normalerweise abgeht. Manchmal ärgert man sich, letzte 3-4 Kilometer, dass es noch so viel Kraft geblieben ist und vielleicht am Anfang, aber es ist nicht mehr möglich, man ist nicht mehr im Sprint und kann man nicht schneller angehen, wie es geht. Manchmal ist es so, dass sie ganz, ganz lang werden können, diese letzten 5-7 Kilometer. Auf jeden Fall, wenn man bei Kilometer 35, 37 schon da, muss man schon also beißen. Tja, eine Kämpferin ist sie, beißen kann sie, gar keine Frage. Und solange es ihr körperlich nicht dramatisch schlecht geht, dann wird sie hier ihr Ding machen, dann wird sie hier durchziehen. Und was hat sie uns gesagt? Man sehnt sich diesen Blick, das Brandenburger Tor endlich sehen zu können. Was wir ihnen hier bieten können, die Vogelperspektive, die haben die Läufer natürlich nicht. Und aufgrund der Baustellen unter den Linden und an der Friedrichstraße kommt das Brandenburger Tor auch erst sehr spät ins Blickfeld der Läuferinnen und Läufer. Ja, und hier sehen wir den souveränen Mann, ja, Wilson Kipsang. Er dominiert jetzt die letzten 4-5 Kilometer. Hat sich nach der letzten Zwischenzeit, und wir warten jetzt mal gespannt auf die Kilometer 40, hat sie auf jeden Fall wieder auf Weltrekordkurs gebracht. Und man muss sich mal vorstellen, er lief ja in Frankfurt 4 Sekunden am Weltrekord vorbei. 4 Sekunden bei 42 Kilometer. Ich wünsche und hoffe für ihn, dass er nicht dasselbe Erlebnis in Berlin hat. Also drücken ihm wir die Daumen, dass er hier doch noch so viel Kraft hat, dass er das entscheiden kann. Und er ist... Er ist sehr gut unterwegs. Er ist sehr, sehr gut unterwegs. Und dann gibt es natürlich deutlich mehr Geld zu gewinnen für ihn. Und um das auch mal einzusortieren, diese Läufer haben schon auch ein soziales Gewissen und ein Verständnis für die Situation in ihrem Land. Nicht nur, dass die Familien dann versorgt werden. Wir haben es gesagt, die Frau Doreen und die drei Jungs, die fiebern jetzt natürlich mit zu Hause mit Wilson Kipsang. Er hat auch dafür gesorgt, dass ärmere Läufer aus seiner Trainingsgruppe eine Wohnung bekommen, die er bezahlt, hat eine Kirche gebaut in seinem Dorf. Also da passiert viel mehr als nur die Absicherung des eigenen erlaufenden Reichtums in den Straßen Berlins oder Frankfurts. Nein, das ist in Afrika ja üblich. In Afrika gibt es keine soziale Absicherung staatlich organisiert. Und viele Läufer übernehmen diese Verantwortung und sichern ihre Familien ab, das Dorf ab und engagieren sich und sind auch Motor für eine wirtschaftliche Entwicklung. Aber schauen wir das an, 3 Sekunden gut gemacht,
zwei Kilometer vor Schluss. Und ich drücke ihm die Daumen, dass er sich da nicht die Butter vom Brot nochmal nehmen lässt, wie in Frankfurt vor 2 Jahren. Macht auf mich immer noch einen glänzenden Eindruck. Jetzt auch etwas stärker die Arme einsetzend zum aktiven Schwung holen und schwingen. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Das wird auf dem Zielstrich entschieden, ob es wirklich schon wieder, sage ich, zu einer Weltrekordzeit in Berlin reichen kann. Natürlich wird hier eine Menge getan. Die Strecke geebnet, die Athleten gepflegt und umsorgt. Und es wird alles getan, damit hier die Bedingungen gemacht sind. Jetzt ist er übrigens raus aus dem Gegenwind. Jetzt hat er Rückenwind. Jetzt hat er dann gleich auch den Blick auf die Umrisse des Brandenburger Tores. Und dann geht es rein in den unmittelbaren Endspurt. Aber es sind noch einige Meter. Sie sehen das. 40,75. 42,195. Das ist die magische Zahl. Und es bestätigt Haile Gebrselassie, der gesagt hat, Berlin ist magic. Es scheint hier tatsächlich so zu sein, dass es magic ist. Wilson Kipsang hier auf dem Weg, jetzt mit Rückenwind. Er sieht so aus, dass er sich das Ding nicht nehmen lässt. Aber der weiß natürlich jetzt auch von den mitfahrenden Betreuern, was es geschlagen hat, dass er in Griffweite des Weltrekordes ist. Links eingeblendet, der letzte Kilometer in, was war das, 2,59. Das ist die angesprochene Baustelle. Leider können da keine Zuschauermassen Wilson Kipsang nach vorne peitschen. Aber der hat natürlich längst die Orientierung. Er weiß, es geht noch, ich kann noch. Und schauen Sie mal, wie der sich immer noch mit diesen raumgreifenden, leichtfüßigen Schritten bewegt. Das ist wirklich eine Demonstration eines Ausnahmeläufers, die wir hier sehen. Und Boden gut gemacht hat er auch von Kilometer 36 bis 38. Dort, wo wir gesagt haben, Mensch, was ist jetzt los mit dem Eliud Kipchoge? Ja, es war das los, dass er sich wieder auf Weltrekordtempo gebracht hat. Und jetzt, letzter Kilometer, schon längst angebrochen. Aber schauen Sie sich das an, das geht halt wirklich um Wimpernschläge, es geht um Kleinigkeiten, es geht halt um einen Schlussspurt. Macao, hatte der wirklich noch die Kraft, hier einen Schlussspurt zu ziehen? Die Vergleiche hinken natürlich. Es ist eben jetzt nicht der direkte Vergleich, sondern Wilson Kipsang läuft gegen die Uhr und die tickt unerbittlich weiter. Es ist jetzt eine lange Gerade. Es geht auch um Renneinteilung. Ja? Hat er das richtig gemacht, dass er jetzt nochmal dagegen halten kann? Und es geht hier um 2-3 Sekunden hin oder her. Im Hintergrund sehen wir Eliud Kipchoge. Auch der ist auf der langen, langen Zielgeraden. Hier jetzt natürlich die Zuschauer dicht gedrängt. Fasziniert von diesem Ereignis, fasziniert von diesem Läufer, von Wilson Kipsang. Und hat er die Kraft? Das ist jetzt die Frage. Hat er die Kraft? Es ist eine lange Gerade, wenn er durchs Tor läuft, durchs Brandenburger Tor. Sind immer noch gut 400 Meter. Nochmal die Orientierung jetzt rechts rüber. Auch da hat es schon kleine Unregelmäßigkeiten gegeben. Wenn der ein oder andere das nicht gleich kapiert hat, dass er hier nochmal die Straßenseite wechseln muss. Und aus der Hubschrauberperspektive erkennt man so diese Geschwindigkeit von Wilson Kipsang. Das Brandenburger Tor ist passiert. Es sind nur noch ein paar Meter. Zur Orientierung, 2:03:38 ist der Weltrekord. Also eine knappe Minute hat er noch. Das muss er doch schaffen. Das kann er schaffen. Aber die Straße, die nimmt hier kein Ende. Diese lange, quälende Gerade. Jetzt versuchen sie ihn hier zu tragen, peitschen ihn nach vorne, er setzt noch mal die Arme ein. Wilson Kipsang, 2:03:38, schafft er die neue Marke. Jetzt quetscht er auch alles raus, zeigt die Zähne, stürmt hier an unserer Kommentarposition vorbei, dem Ziel entgegen. Das muss doch reichen. Das reicht, das wird ein Weltrekord. Tatsächlich wieder so ein herausragendes Rennen, ein einzigartiger Moment. Im Berlin-Marathon, Wilson Kipsang,
gewinnt den Weltrekord. 2:03:22, die neue Marke. Ein sensationelles Rennen von Wilson Kipsang. Der kann es noch gar nicht fassen. Ich glaube, aber er hat es geschafft. Ich glaube, er versteht es auch noch nicht. Es war ein sensationelles Ergebnis. Da kommt Marc Milde. Marc Milde, der Organisator. Ja, alles richtig gemacht, kann man das sagen. Und der Zweitplatzierte läuft an unserer Kabine vorbei. Hier nochmal die Zeit. 2:03:23. Das ist das Maß auf der klassischen Distanz. Und was für ein überragendes Rennen auch von Eliud Kipchoge. Wir haben es gesagt, Bestzeit wird das für den Mann. Super Rennen. Unglaubliche Ergebnisse in Berlin. Ja, Berlin ist Magic. Da ist er, klatscht sich ab mit seinen Landsleuten, mit seinen Betreuern. Wilson Kipsang, der neue Weltrekordler. Er war so nah dran in Frankfurt. Er wollte Olympiasieger werden, hat sich verzockt und jetzt ist er ganz oben. Und er ist der Größte. Schaut sich das an, das ist doch toll. Zwei Konkurrenten auf absolutem Niveau, aber ja, die können sich freudestrahlend in den Arm fallen. Und zunächst mal ist die Anstrengung vergessen und sie laufen zurück hier und nehmen die Parade ab. Der zahllosen Zuschauer, die hier stehen und den beiden Topläufern zujubeln. Geoffrey Kipsang sehen wir da, hat sehr lange hier mithalten können, der junge Mann. Der ist gerade mal 20, der hat sicher die Zukunft noch vor sich, hat auch alles versucht, um mit den beiden Topläufern in Richtung Ziel zu stürmen, aber er musste dann dem hohen Tempo doch Tribut zollen. Läuft das Ding jetzt hier immer noch auf sehr hohem Niveau. Ordentlich zu Ende. Wir freuen uns gleich auf André Pollmecher, den besten Deutschen. Wir sind gespannt, schafft er die persönliche Bestleistung? Schafft er die EM-Norm? Und dann die Frage, wer gewinnt bei den Frauen? Wo landet Irina Mikitenko? Das sind die spannenden nächsten Minuten hier in Berlin. Und auch für den Drittplatzierten gilt, er läuft hier an seine persönliche Bestleistung ran. 2:06:12 hat er stehen. Aber Dieter, der ganz anders als die beiden Ersten. Der stürmt nicht ins Ziel, der ist stehen K.O. Der hat ja fast 4 Minuten verloren auf die Topläufer auf den letzten Kilometern. Ja, er hat alles riskiert. Er wollte in der Spitzengruppe drin sein. Und dann, aber immer noch ein Wahnsinnsergebnis. 2:06:22. Sensationell hier in Berlin. Auch die Zeiten jetzt von den zwei Dritt- und Viertplatzierten. So, die ersten drei Männer sind im Ziel. Jetzt dauert es eine Weile, bis die deutschen Männer kommen. Für uns Gelegenheit, nochmal zurückzuspringen zu Jens-Jörg Rieck, weil wir haben ja auch da spannende Konstellationen in der Führung bei den Frauen und in der Gruppe Irina Mikitenko. Ja, der Berlin-Marathon rockt und hier rockt gerade Mikitenko das Feld bei den Damen. Beim Neuendorfplatz ist es passiert auf Hinweis ihres Ehemannes Alexander, der sagte, pass auf, such dir eine Stelle und dann tritt mal an. Die Hella Kiprop, die heute Debüt läuft, kämpft ansonsten mit dir um Platz 3 und 4. Auf der Zielgerade riskieren wir das nicht, wir versuchen es jetzt und es hat geklappt. Sie ist weggesprungen, hat jetzt nur noch Hermann Eichmüller, das ist ein Marathonläufer, der hier heute Pacemaker ist, auch so ein 2:18-Mann bei sich, den Südtiroler. Die anderen sind draußen, sie läuft auf Kurs Platz 3. Sensationell, Berlin, großartig. Und nochmal, um das zu unterstreichen, Irina Mikitenko auf dem Weg zu der Bestzeit Ü40, die Dame 41 Jahre jung, ist hier im absoluten Top-Bereich unterwegs. Im absoluten Top-Bereich. Und André Pollmecher, der kämpft und fightet um die Marke von 2:13:30. Das ist die Normzeit, die er schaffen muss. Er hat das drauf, er kann das schaffen. Aber er darf jetzt nicht mehr nachlassen auf den letzten Metern. Und jetzt müssen ihm die Zuschauer auch helfen, das werden sie tun, ganz klar. Und wenn er dann ins Ziel kommt, wird er so etwa im Bereich Platz 15 sich orientieren. Und das wäre wirklich ein starker Auftritt
in seinem Comeback-Marathon für den Mann, der jetzt in Düsseldorf ist. Das muss man nämlich sagen. Er war durch eine Verletzung lange Zeit weg, hat immer wieder gekämpft, hat immer wieder Pech mit Verletzungen auf dem Weg zum Comeback. Und jetzt läuft der Marathon. Aber es geht hier auch um Sekunden. Wenn wir die EM-Norm betrachten, 2:13:30, da muss er jetzt wirklich ranklotzen. Er darf hier nicht mehr zögern. Er muss schnell werden. Und jetzt hat er es natürlich schwierig. Er ist alleine, aber er hat Rückenwind, sag ich jetzt mal, positiv gesprochen. Und es baut ihn natürlich auch auf. Er überholt, er kommt von hinten. Er kann immer noch aufsammeln. Und kann hier Plätze gut machen. Auch das ist ja visuell wichtig, dass ich an andere ranlaufe, dass ich merke, hoppla, ich bin ja schneller. Und vielleicht kann er sich dadurch auch ranziehen, um seinen Traum zu erfüllen, bei der EM nächstes Jahr in der Schweiz, in Zürich, Marathon zu laufen. Und ehrlich gesagt, das sieht doch noch wirklich sehr rund und flüssig aus, was wir hier sehen von André Pollmecher. Die Geschwindigkeit müsste doch stimmen. Wenn er sich jetzt tatsächlich noch vorarbeiten kann, denn die Abstände zu den vor ihm Laufenden, die sind nicht so groß. Die kann er in jedem Fall auf den langen Geraden und dann auf der ganz langen Zielgerade sehen vor sich. Und wenn er den Eindruck hat, dass er näher rankommt, das beflügelt ja. Also ich sage jetzt mal positiv, er hat auf die Uhr geschaut und ja. Ich hoffe, er hat deswegen auf die Uhr geschaut, dass er sieht, dass es reicht. Das Gesicht verrät natürlich die Anstrengung, aber ich lese daraus auch ein positives. Ich kann es schaffen, ich bin wieder da, ich bin zurück. Ja, schon allein das muss ja beflügeln. Allein die Tatsache, dass er merkt, jawohl, ich kann es noch. Ich bin für diese Strecke geschaffen, ich habe trainiert und es zahlt sich aus. Und ich wünsche ihm, dass er diese Sekunden halten kann, diese paar wenigen Sekunden zu 2:13:30 vielleicht noch zulegen kann. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir einen Marathonläufer mit einer Norm haben nach dem Berlin-Marathon. Vorne Weltrekord durch Wilson Kipsang. André Pollmecher auf dem Weg zu einem beachtlichen Ergebnis. Und Irina Mikitenko jetzt nur noch im Duett unterwegs. Hier sehen wir sie mit dem Mann, mit Hermann Achmüller, dem Italiener, der sie schon mehrfach begleitet hat, auf dem Weg aufs Podest zu stürmen hier beim Berlin-Marathon. Und das ist jetzt auch schon wirklich Attacke, was wir hier von Irina Mikitenko sehen. Auch bei ihr dieser aktive Armeinsatz, um zu zeigen, jetzt kommt die entscheidende Phase, jetzt geht's ab, jetzt will ich hier Boden gut machen und die Verfolgerin abschütteln. So, da ist er wieder, André Pollmecher. Er ist auf der Zielgeraden. Die Uhr so tickt. Gut wie. Die Uhr Zielgerade, tickt. Die ist natürlich noch weit, muss ich sagen. Ja, es geht nur noch geradeaus. Ein Stückchen. Gut, wenn man so Zielgerade definiert, dann ja. Machen wir es doch einfach mal. Ja. Er ist doch gleich dran hier am Brandenburger Tor. Dann hat er es nicht mehr weit. So Topläufer wie Gisa, die wir ganz vorne gesehen haben, die sind jetzt nur noch gut 100 Meter vor ihm, also der hat sich da wirklich das Ding gut eingeteilt. Hier haben wir ihn, er ist schon durchs Brandenburger Tor. 2:13:30. Das muss doch reichen. Das muss er schaffen. Und dann hat er hier ein tolles Finish hingelegt. Da hinten die weiße Banderole, das ist das Ziel. Und der wird natürlich jetzt hier auch empfangen von den Zuschauern und nach vorne gepeitscht. Das sieht immer noch gut aus, das sieht nach einem Sport aus, das sieht nach Druck aus. Er will das schaffen und er kann das schaffen und er wird es schaffen. Und da sagen wir jetzt schon, großartige Leistung André Pollmecher in seinem Comeback-Marathon. Der ist zwar am Anschlag, klar, was denn sonst? Aber das tut auch eine gute Zeit. Das tut der deutschen Laufszene auch gut. Ein Hallo wach sozusagen. 2:13 gibt es, sensationelles Ergebnis. Glückwunsch an André Pollmecher. 2:13:09 ist seine persönliche Bestleistung und er unterbietet sie. Persönliche Bestleistung für André Pollmecher. Tolles Ergebnis, EM-Norm geschafft. Glückwunsch, er ist der beste Deutsche und hat hier wirklich ein gutes Rennen hingeliefert.
Wenn vorne Marathon Weltrekord gelaufen wird, dann klingt das immer so ein bisschen seltsam, dass wir hier eine Zeit wie diese von André Pollmecher feiern. Aber das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Er ist 14. geworden. Sehr gutes Resultat und er hat sich teuer verkauft. Und dann gehen wir noch mal zu Jens-Jörg Krieg. Die letzten Kilometer sind ja auch längst angebrochen für Irina Mikitenko. Okay, Irina Mikitenko hat jetzt mehr Gegenwind in dieser Phase. Es gab vom Alexander noch mal den Hinweis, sicher bitte diesen dritten Platz ab. Aber das sieht sehr gut aus, denn die Kenianerin Hella Kiprop ist jetzt weiter zurückgefallen. Das waren 16 Sekunden, jetzt sind schon mehr als 20 Sekunden. Es wird auf jeden Fall Platz 3 werden. Und er hat ihr gesagt, jetzt kannst du auch noch was versuchen. Also das ist ein perfektes Rennen gewesen von Anfang bis Ende. Und es gab noch kein Rennen in der Geschichte dieser beiden über 20 Jahre zusammen, in dem er so wenig coachen musste. Perfektes Timing und ein toller Erfolg. Vielleicht ist ja die Karriere auch noch wirklich nicht zu Ende und es geht noch weiter nach diesem dritten Platz. Und am Brandenburger Tor ist auch Falk Schepinski durchgelaufen. Leider haben wir ihn nicht im Bild, aber auch der reckt die Faust jetzt hoch. Nach langen, quälenden Jahren mit Seitenstechen. Ein befreiender Lauf für Falk Schepinski. Und mit 2:14:50 mal wieder ein Hallo-Zeichen. Ich bin noch da. Ich bin ein Klasse-Läufer. Ich bin ein Top-Läufer in Deutschland als zweitbester Deutscher hinter André Pollmecher, Falk Schepinski im Ziel. So, da haben wir gefunden, Falk Schepinski, und schauen Sie mal, wie der da die Freude rausschreit, auch wenn er irgendwann André Pollmecher ziehen lassen musste, hat auch seine Förderung verloren. Nicht mehr in der Bundeswehr-Fördergruppe drin, nicht mehr im Kader drin, muss auf eigenen Beinen stehen, aber das hat ihm gar nicht schlecht getan. Er hat auch eine Last von sich werfen können, diese Erwartungshaltungen, die auf ihn gelastet sind. In den letzten Jahren immer wieder diese Probleme mit den Seitenstechen. Er hatte immer wieder Verletzungsprobleme oder eigentlich auch Probleme, wo man nicht so fassen konnte. Und ich glaube, das ist es hauptsächlich der Sieg sozusagen. Jawohl, ich kann das, ich kann mich vorbereiten, ich kann diesen Marathon bestehen. Und für den Falk ein ganz tolles Ergebnis. Und mit dem jubelnden Falk Schepinski schauen wir mal, ob dem besten Deutschen schon zum Jubeln zumute ist bei Alex Bommes. Also ich finde, wir jubeln direkt weiter hier. Wenn wir mal so reingucken, kommt jetzt auch so das erste kleine, erschöpfte Lächeln auf jeden Fall. André Pollmecher, herzlichen Glückwunsch. So lange verletzt, dann ein Comeback heute. Sie haben gesagt, ich will eigentlich nur ins Ziel. Jetzt ist persönliche Bestleistung. Sind Sie nicht nur zufrieden, sondern auch richtig happy? Nicht ganz. Ich bin erstmal zufrieden, dass ich ins Ziel gekommen bin. Die Zeit ist auf jeden Fall okay. Für den ersten Marathon seit 2 Jahren bin ich da absolut zufrieden. Das Einzige, was mich nicht zufrieden stellt, ist, dass ich eigentlich hätte schneller sein können, aber ich habe seit 7-8 Kilometer vom Ziel habe ich Krämpfe in den Beinen und die Luft war völlig okay. Ich hätte eigentlich von der Atmung her schneller laufen können, aber die Beine, jeden Schritt, den ich hätte schneller gemacht, sind völlig zugegangen. Ja. Okay, erübrigt sich die Frage nach, wie sehr hat es jetzt wehgetan nach längerer Zeit? War das denn ernst? Also war es eventuell eine Ich-muss-raus-Geschichte? Das habe ich halt nicht gehofft. Ja. Deswegen habe ich versucht, locker zu bleiben und konnte nicht absolut noch mal pesen hinten. Das macht mich halt ein bisschen unzufrieden, aber ansonsten natürlich erstmal glücklich ins Ziel, durchs Brandenburger Tor, Bestzeit, alles gut. Ja, eigentlich schon. Ne? Wie haben Sie die Unterstützung an der Strecke erlebt? Auf der Strecke haben Sie ja eine tolle Trainingsgruppe da gehabt, der müssen Sie wahrscheinlich auch einen ausgeben. Ne? Genau, das mache ich heute Abend. Die Pacemaker haben echt klasse Arbeit geleistet. Steffen Ulitschka muss ich hier nennen, der hat das Ganze bis zum Halbmarathon dirigiert, absolut perfekt gemacht. Und dann natürlich die Kenianer, die mein Chef Jan Winschermann vom Metro-Marathon Düsseldorf extra organisiert hat. Die haben wirklich einen guten Job gemacht bis Kilometer 35. Und deswegen ganz klasse, fand ich. Also war wirklich tolle Arbeit. Und wenn Sie sich die DVD nochmal anschauen, sind Sie ordentlich von der Seite angefeuert worden. Auch bei uns im Social TV übrigens. Vielen Dank, Glückwunsch. Ja, danke schön. Gut, danke. Um die letzte Kurve mit Dampf rum. 2-3 Kurven gibt es schon noch für Irina Mikitenko und auch der Hermann Achmüller sortiert sich jetzt hinter Irina ein. Die fightet und kämpft, die will ihr Ziel erreichen.
unter 2,25, dann hat sie den Rekord ganz sicher für Ü40. Also diese Frau ist für mich ein Phänomen. Ich erinnere nochmal, 41 Jahre. 41 Jahre läuft hier auf Platz 3 beim Berlin-Marathon. Absolute Weltklasse. Nein, ich gebe den Kindern recht, die Irina darf noch nicht aufhören. Ihren Kindern recht. Ja, die falten natürlich jetzt auch. Zu Hause halten die Daumen. Florence Kiplagat schaut sich immer wieder um und sortiert sich. Ist nicht alleine. Sharon Cherop, die zweite Kenianerin, ist immer noch in ihrer Nähe. Also die kann sich auch noch nicht sicher sein, hier den Sieg nach Hause zu laufen. Aber es sieht gut aus. Start-Ziel-Sieg wäre das dann für Florence Kiplagat. Und auch hier ein Blick auf die Uhr. Das gibt eine absolute Weltklassezeit. Deshalb kommen die Läufer auch hierher nach Berlin, um diese schnellen Zeiten zu laufen. So, Gendarmenmarkt wird passiert. Von Irina Mikitenko. Und nochmal, die ist hier wirklich erstaunlich nah dran an der absoluten Spitzenklasse. Aber sie weiß, jetzt darf es auch nicht mehr viel langsamer werden, um diese magische Bestzeit, die sie sich vorgenommen hat, zu erreichen. Aber wir sind guter Hoffnung, dass das klappt. Florence Kiplagat, auch die kommt jetzt in den Stimmungsbereich jenseits des Brandenburger Tores. Und dann kann sie sich so langsam aufs Jubeln vorbereiten, denn sie hat den Sieg vor Augen. Und jetzt schon deutlich abgesetzt. Das Umdrehen war eine kleine Marotte vielleicht auch, dass man sie nochmal umdreht, dass man sich sicher ist. Sie ist alleine vorne. Startzielsieg für Florence Kiplagat. Und die Stimmung hier in Berlin, muss man wirklich sagen, exzellent. Sie lacht, sie jubelt, sie winkt ins Publikum. Florence Kiplagat, ganz starke Vorstellung. Vom Start weg hat sie das Heft in die Hand genommen. Tempolauf auf dem Weg ins Ziel. 42,195 Kilometer. Und sie ist als Erste da in einer klasse Zeit. 2:21:12 die Siegerzeit für Florence Kiplagat. Und sie gewinnt den Jubiläumsmarathon hier in Berlin. Auch wenn es jetzt direkt auf alle Viere geht. Die erholen sich dann schon sehr schnell wieder von dieser Anstrengung. Heute Abend wird es nichts mit Tanzen. Da geht es dann ein bisschen gemächlicher dahin. Nein, ich glaube, tanzen können die Athleten nicht. Man soll alle Athleten, auch die Freizeitathleten, ja. Marathonlaufen schmerzt, wenn man dann mal im Ziel ist. Das ist so, aber ich glaube, das ist das, was manche Leute ja dann ersuchen. Hier kommt die Zweitplatzierte der Frauen. Lange hat sie sich im Schatten von Florence Kiplagat bewegt und aufgehalten. Sharon Cherop, die zweite Kenianerin. Noch nicht so mit den großen Meriten gesegnet wie ihre Landsfrau, die hier gewonnen hat. Aber auch für sie wird das noch eine bemerkenswert gute Zeit. Kämpft hier viel stärker, noch härter gezeichnet von der Anstrengung des hohen Tempos über diese lange Distanz. Wird aber auch noch eine Zeit unter 2 Stunden 23. Also das ist wirklich unnebenbei sehr stark. Ralf, wenn ich das sagen darf, persönliche Bestleistung genau für diese Dame. 2 Stunden 22 und 27 Sekunden. Glückwunsch, Platz 2 für Sharon Cherop. Und dann arbeiten wir uns so langsam auf den nächsten Stimmungshöhepunkt zu, denn als Dritte wird dann gleich Irina Mikitenko kommen. Und da läuft sie alleine, entschlossen. Der Master-Rekord sozusagen für Irina Mikitenko. Aber ich sage jetzt mal, ob das so eine Rolle für sie spielt, weiß ich nicht. Aber
Der Masterrekord ist 2 Stunden 25. Na, die Zettel? 43. 2,25, 43. Dankeschön, lieber Ralf. Meine Zettel, ja, ich habe jetzt ein bisschen Zettelwirtschaft hier, aber das muss ja auch mal sein. Auf jeden Fall 2 Stunden 25, 43. Dankeschön. Und das wird sie laufen, aber das wird sie nicht so sehr interessieren. Schauen Sie sich das mal an. Irina Mikitenko, Master-Weltrekord. Die ist hier Dritter in einem absoluten Weltklassefeld. Für mich auch, das darf ich so sagen, sie kommt immer ein bisschen zu kurz in Deutschland, in der Würdigung als Marathonläuferin. Aber sie ist seit 15 Jahren outstanding und auch hier wieder in Berlin und wird hier jetzt natürlich gefeiert. Auf der Zielgerade, durchs Brandenburger Tor schon gelaufen und jetzt sieht sie schon das Ziel. Die Siegerin Florence Kiplagat hatte die Option zu jubeln und auch sie hatte es, Irina Mikitenko. Sie nimmt hier den Jubel der Fans auf und lässt sich feiern und feiert mit den Berliner Fans. Ein großer Marathon wieder einmal von der Frau von der LG Eintracht Frankfurt, die hier im Nationaltrikot in Richtung Ziellinie stürmt. Und da stehen wir wie alle anderen hier auch auf, denn das ist wirklich eine Leistung zum Hut ziehen. Ein wirklich überragendes Rennen von Irina Mikitenko mit 41 Jahren. Wir sagen es nochmal, Dritte in Berlin, klasse Leistung. Altersklassen-Weltrekord, ein perfekter Sonntag für die Familie Mikitenko. Super. Sensationelles Ergebnis unter 2,25. Glückwunsch. Da war Ihre Frage direkt, hat der Wilson es geschafft an Marc Milde? Und der sagt, ja, Weltrekord. Und sie, echt? Super. Und sie wirft die Küsschen, na, das ist wirklich... Also so geschlafen hat sie dann gar nicht. Nein. Und hier wird sie zurecht gefeiert. Wie die Schauspieler im Theater den Abschlussapplaus als ihren Lohn empfinden, so ist das für die Marathonläufer auch. Absolut. Es ist für alle Athleten im Stadion oder auf der Straße für eine Leistung und hier für einen Weltrekord, da nimmt man den Applaus, ja, den nimmt man auch als Honorierung wahr. Absolut. Sie konnten live bei uns dabei sein im ersten beim Weltrekord bei dieser einmaligen Marke, die mal wieder in Berlin gesetzt worden ist. Wilson Kipsang 2:03:23. Das kommt in die Geschichtsbücher. Eliud Kipchoge als Zweiter, Geoffrey Kipsang als Dritter haben ein tolles Rennen geliefert. Und EM-Norm für André Pollmecher ein nahezu perfektes Rennen. Jetzt wollen wir den Sieger auch noch hören. Hier haben wir ihn beim Zieleinlauf und gleich bei Alex Bommes. Hier ist der Held des Tages, Wilson Kipsang. Congratulations. You broke the world record. Did you feel it on the last meters? Haben Sie es gefühlt auf den letzten Metern, dass Sie das Ding haben? Yeah, I think in the last kilometers I was really feeling that I was still strong. And I decided to really push hard. Yes. Also er hat nochmal richtig hinten raus Gas gegeben. Indeed, you had a really good race, 6-7 athletes in a group. You pushed each other, then it was 3 and then you came forward at 34-35. Was it exactly your plan? War das genau sein Plan, erst in der Gruppe sich ein bisschen aufbauen und dann abzuhauen nachher? Yeah, I think my plan was really to really push towards the last kilometers, because I knew the guys were strong enough from the last kilometer to maybe that 5. So my plan was to push. I was just to make sure that we were on a world record pace from the start to like that 5 kilometers, and then towards the end I can try to push. And I know it could be possible. Also er hat ordentlich Gas gegeben, war genau sein Plan, seine Renntaktik ist optimal aufgegangen. Ich meine, wir sehen ja, was dabei rausgekommen ist. Haile Gebrselassie said Berlin is magic. Would you agree? Yeah, I think for me it was my first time to compete in this race, and it's really a very nice course and it's wonderful. A lot of people cheering. Oh, I love it. Good city. Er liebt Berlin, aber wir haben es auch nicht anders erwartet. Thank you very much. Enjoy your day. Congratulations. Thank you. Dankeschön. Also die Komplimente an die Stadt, an den Kurs, an die Zuschauer am Streckenrand.
Das ist Berlin. Das ist der Berlin-Marathon, die 40. Auflage. Und wir haben ja dieses faszinierende Rennen von Irina Mikitenko gesehen und erlebt. Und jetzt bin ich wirklich gespannt darauf. Wahrscheinlich sprudelt sie jetzt gleich schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr schon bereit seid bei Alex Bommes, aber ich glaube schon. Wir sind sowas von bereit. Als ich gerade hörte, dass Florence Kiplagat sich gerade erbricht im Ziel, hatte ich dann Irina schnell gefragt, ob alles in Ordnung ist. Sagt sie, ich habe so viel Erfahrung. Herzlichen Glückwunsch, fantastisches Rennen. Lassen Sie uns mal ein bisschen, wir haben die Reporter noch nie so schwärmen hören, teilhaben. Wie geht's Ihnen? Sind Sie okay, ne? Also ich fühle mich super gut. Es ist teilweise sehr windig gewesen, aber ich bin so glücklich. Fast eine Minute über Weltrekord, Meistersweltrekord. Und dritter Platz, was will man mehr? Ich bin schon 41, aber das sagt nichts. Ich werde immer wieder gefragt, wie läuft man? Also, es läuft doch super. Ja, und wie ist die Antwort? Einfach so, ne? Wie Sie es gerade gemacht haben? Einfach so. Ich fühle mich wie 20 mit 20 Jahren Erfahrung. Würden wir jetzt in einen Flirt kommen, würde ich sagen, sieht auch genauso aus wie fast 20. Schlecht geschlafen, haben Sie, hat Ihr Mann gesagt. War das heute Morgen alles so ein bisschen knifflig oder haben Sie sich dann beim Start auch so gefühlt, wie es jetzt bei rausgekommen ist? Also, es passiert bei mir oft, dass es einen nach vor dem Wettkampf teilweise nicht so gut schläft. Aber wichtig ist, dass ich eine Woche vorher auch in Rhythmus gekommen bin. Und dann habe ich heute früh gesagt, ja, bist du jetzt im Startbereich, jetzt startest du und läufst. Wir haben so ein bisschen gerätselt zwischendurch und auch viele Fragen übers Internet bekommen. Diese Aussage, die ersten 35 so quasi im Schlaf. Was ist das für ein Zustand, in dem Sie da laufen? Einfach ein ausgeschalteter Kopf? Ist das, was dahinter steckt? Ja, das muss man lernen. Das muss man im Training lernen. Und wenn man das gelernt hat, auf nichts reagieren, Kräfte zu sparen und Energie, dann hat man mehr Reserve zum Schluss. Okay, und ab 35 reagiert man dann aber und wissen Sie dann auch, welche Zeit Sie haben? Wissen Sie, wo Sie liegen? Also ist das dann alles einem plötzlich bewusst oder laufen Sie einfach nur durch und wissen irgendwie gar nichts? Doch, da habe ich schon, man hat Auto, für Auto, wo Zeit läuft und meine Zeiten kann ich schon wie ein Roboter im Kopf. Das ist mein Job. Und Weltrekord haben wir auch noch von Wilson Kipsang. Das haben Sie als erstes gefragt im Ziel, ne? Wie kam das plötzlich, dass Sie sich dafür sofort interessiert haben? Ja, weil, wie gesagt, heute ist es sehr, sehr windig gewesen. Und das war nicht einfach. Abschnitte waren unregelmäßig. Manche ein bisschen schneller, manche langsamer. Und deswegen, das ist ja super Leistung, dass man hier zwei Weltrekorde erreichen kann, das ist ein super Veranstaltung. Und egal wie windig es ist, wenn man an einer Million Menschen vorbeiläuft, die einen immer anfeuern, ist es ein Traumtag, oder? Besonders für mich. Sie rufen Irina, ich wusste nicht, wo ich ein bisschen langsamer laufen soll. Ging nicht. Das wäre nett, vielleicht noch mal ein bisschen posieren für ein, zwei Fotos auf der Strecke dann. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn Sie keine Zeiten mehr brauchen. Okay, alles klar. Schönen Tag, genießen Sie es, Grüße an den Mann und alles Gute. Dankeschön. Gerne. Also das macht uns schon Spaß, nicht nur während des Laufens, sondern auch die jetzt nachher zu erleben, wie sie da sprudelt und so wahnsinnig dann das alles bewusst hat und weiß, was da um sie herum passiert ist. Eine 20-Jährige mit 20 Jahren Erfahrung, eine tolle Umschreibung für eine 41-jährige Topläuferin Irina Mikitenko. Ja, und dann haben wir auch wirklich begeistert verfolgt, was bei uns auf sportschau.de los war. So viele haben mitdiskutiert und mitgemacht und immer wieder Fragen geäußert. Eine Frage, die natürlich gekommen ist, was passiert eigentlich jetzt mit Dopingkontrollen? Ganz einfache Geschichte. Alle Bestleistungen, Weltrekord, Masters-Weltrekord müssen mit Dopingkontrollen abgesichert werden. Auch die ersten Plätze. Genau. Und dann gibt es noch ein paar ausgeloste Kontrollen dazu. Also auch da versucht man ja eine Glaubwürdigkeit herzustellen für die Topathleten im Sinne der Topathleten. Es gab auch im Vorfeld dieses Marathons in Berlin Blutkontrollen. Es mussten alle eingeladenen Athleten zur Blutkontrolle gehen. Auch im Sinne eines Blutpasses, den man erstellt über lange Jahre, um die Daten zu sammeln, um Abweichungen festzustellen, um feststellen zu können. Und das haben die Athleten alle natürlich gemacht. Und es wird hier bei Wettkämpfen dieses Niveaus sehr akribisch die Dopingkontrolle durchgeführt. Wir sehen Florence Kiplagat,
Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass alles die heile Welt ist, die wir im Spitzenmarathonbereich erleben. Das ist klar. Aber die Dopingkontrollen und die Blutpässe sind die einzigen Mittel, die da sind, um für mehr Sauberkeit zu sorgen im absoluten Top-Bereich. Das muss man ja auch immer wieder diskutieren. Wir erleben einen Weltrekord, einen herausragenden Moment in der Leichtathletikgeschichte. Und die Frage, ist das glaubwürdig, müssen wir schon stellen. Und die müssen wir auch versuchen zu beantworten oder uns der anzunehmen. Aber wir können es bei Wilson Kipsang schon ein bisschen auch sportiv aufarbeiten, ob sowas plausibel ist. Und wenn man seine Gesamtkarriere betrachtet und auch die Entwicklung betrachtet in dem Bereich Weltrekord, er lief 2011 2:03:42, dann im Vorfeld war er schon mit Zeiten nahe dran, im Nachfeld dann 2012 2:04, er hat es bestätigt, aber nicht geschafft, dann hat er sich jetzt nochmal vorbereitet, also er hat eine Entwicklung in Richtung Weltrekord, insofern, das sind auch Parameter, die man beachten muss, man kann nicht einfach sagen, wenn es jetzt out of the blue kommt, Wilson Kipsang kommt aus Kenia, nie da gewesen und läuft Weltrekord, dann müssen wir uns eine Frage stellen. Aber bei ihm muss ich ganz ehrlich sagen, den ich jetzt schon so viele Jahre verfolgen kann, der ist einfach, die Entwicklung hat einfach darauf hingedeutet, dass das Ding fällig ist. Und in Berlin, bei unserer Laufveranstaltung, beim herausragenden Event, den wir haben in Deutschland, mit 41.000 Zuschauern, mit Millionen am Straßenrand, da ist es möglich. Ein tolles Erlebnis, das wir hier in der Hauptstadt erleben durften. Und das geht ja immer noch weiter. Und einer ist mit dem Fahrrad mitgefahren, der eigentlich laufen wollte, aber er hat ein großes Rennen verfolgt. Der ist jetzt bei Alex Bommes. Ja, ich glaube, er ist erschöpfter, als wäre er gelaufen. Jan Fitschen, der langsamste Radfahrer, den wir je auf den Marathon geschickt haben, kann man das so sagen? Das war tatsächlich sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr hart für mich. Das war einfach irre. Ja, so eine Live-Sendung, dann kommt man angeradelt mit fast 20 km/h, springt vom Rad vor die Kamera, muss dann irgendwie zusehen, dass man sein Mikrofon findet. In dem Moment kommen natürlich meine Athleten, André und Falk, ja, mit einer irren Geschwindigkeit vorbeigedüst. Und dann kommentiert man kurz und denkt nur so, oh, jetzt ist sie schon wieder weg, ich muss wieder auf mein Rad, wieder hinterher. Und ich war wirklich total K.O. Ganz schön schwierig, wenn man ins Fernsehbusiness plötzlich einsteigt, ne? Als der feine Herr Fitschen, der nicht mitlaufen will, sondern lieber Fahrrad fährt. Sehr schön. Und früher war ja der legendäre Spruch immer, oder ist noch, wo ist Bele? Heute war es eher, wo ist Pollmecher? War das genau deshalb, weil wir die dann immer verloren haben, weil sie dann auch nicht rechtzeitig hinterhergekommen sind wahrscheinlich, ne? Ja, das ist einfach total kompliziert, ne? Wir hatten halt nicht die ganze Zeit ein Kameramotorrad dabei. Und dann einfach das einzustielen, dass man wirklich jetzt genau weiß, dann und dann ist der da und da. Und es war ja auch eine Gruppe, am Anfang sehr harmonisch, alle zusammen. Aber dann fällt das Ganze auch so ein bisschen auseinander. Dann hat man vorne den André, dann den Falk dahinter. Und das alles zu koordinieren, total irre, total schwierig. Aber eben ordentlich Action dabei. Und das wollen wir haben. Sportliche Bewertung, André und Falk, mit beiden zufrieden auf jeden Fall, ne? Genau, ganz, ganz toll. Also für beide unheimlich wichtig natürlich, nach so vielen eben auch Rückschlägen wieder ins Ziel zu kommen. Bei André sogar noch mit einer neuen Bestzeit. Große Klasse. Falk hat auch gesehen, es geht einfach. Er kann also auch diese Seitenstiche, die ihn immer gequält haben, besiegen. Ich glaube, das gibt ihm einfach auch wirklich für den Kopf jetzt wieder richtig Stärke. Und beide im nächsten Jahr dann nochmal einen Tacken schneller. Ich dann hoffentlich auch wieder dabei. Haben wir ein super Team zusammen. Ganz vorne, Kiplagat erwartet. Florence wahrscheinlich, Wilson Kipsang läuft Weltrekord. Ist natürlich an so einem Tag eine absolute Sensation. Aber Irina Mikitenko ist eigentlich das Thema des Tages. Sie haben sie noch mal kurz geherzt hier gerade. Wahnsinnig. Ja, ist einfach toll, ne? Wenn man die Leute persönlich kennt. Ja. Jo, genau. Oh. Wenn man die Leute persönlich kennt, hat man natürlich noch mal einen ganz anderen Bezug dazu. Mit Irina war ich schon in so vielen Trainingslagern auch unterwegs. Ist so eine tolle Person. Wenn die dann hier auch noch ein gutes Rennen macht, das ist einfach herrlich. Da freut man sich selber auch unheimlich mit. Danke für die Mitarbeit, haben sich sehr empfohlen. Nächstes Mal wieder laufen, guten OP-Verlauf. Danke, Jan Fitschen. Danke auch. Ja, und jetzt gerade haben wir natürlich auch, Dieter, gesehen, wie Kleinigkeiten dann schon auch störend sein kann. Eine Biene in der Vollattacke auf Jan Fitschen und Alex Bommes. Da bin ich doch ganz froh, dass wir in einer geschützten Kabine sitzen. Genau. Hier entspannt sich jetzt, ich sag mal, der wahre Lauf. Hier sind die 40.000 unterwegs. Das ist das Fluidum, auf dem eine Top-Leistung möglich ist. Das sind die Menschen, die das Ding hier zu einem großen Event machen. Nicht nur zu einem leistungssportlichen Streben einer kleinen Zahl von Top-Athleten und Profiläuferinnen und Läufern. Und diese vielen Menschen zeigen auch, dass das Einzigartige ist am Laufsport. Sie sind Teil eines Weltrekordrennens. All diese Menschen sind am gleichen Start gestanden,
sind ins Laufen ins Ziel. Und das ist eigentlich, das ist das faszinierende Marathonlaufen, dass alle teilhaben können. Und vielleicht hat Dieter Baumann ja wohl auch ein bisschen wieder Blut geleckt, aber auf jeden Fall sage ich herzlichen Dank. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Mit den Bildern der vielen, wie haben wir gesagt, Freizeitathleten. Ja, auch wir haben das gelernt. Beenden wir den leistungssportlichen Teil des 40. Berlin-Marathons.